jetzt einfach mal auf Aufnahme starten und dann sind wir auch schon drin in der 7. Ausgabe vom Dein Action Podcast nach, ich habe vorhin überlegt, wie ich diese Pause nenne, ob ich jetzt sage ausgedehnte Sommerpause, die ja quasi schon jetzt fast in den Winter reingegangen ist. Naja, nee, nicht nach den Temperaturen. Ne? Nicht nach den Temperaturen auf jeden Fall nicht, nee. Aber wir hatten ja wirklich eine sehr ausgedehnte Pause, lag an den ein oder anderen Faktoren. Ich begrüße dich erstmal ganz herzlich wieder. Philipp, wir sind nämlich wieder in, ja, soweit man das nennen kann, alter Stammbesetzung nach 7 Folgen. Ja, freut mich auch, dass wir heute wieder zusammen anfangen. Wir haben ja tatsächlich auch die ganze Zeit über jetzt, während ich habe nochmal geguckt, ich habe die letzte Folge im Juli veröffentlicht, das war allerdings mit Sebastian von MRTV, ging auch nur eine halbe Stunde, so ein Interview, was ich auch für die Uni gebraucht habe, und die Folge davor ist schon eine Weile her, ich glaube, die war nämlich im Mai, wenn ich mich nicht irre, oder im Juni. Ja, kann aber gut sein, ne? Ja, und wir haben halt die ganze Zeit währenddessen eigentlich ja sporadisch mal miteinander geschrieben. Ich bin umgezogen jetzt nach Chemnitz, da reden wir heute bitte nicht drüber, das war super anstrengend. Und ja, hat halt super viel neues Zeug jetzt hier auch stehen von dem ganzen Umzug. Ich habe jetzt, da können wir vielleicht später auch drüber reden, ich habe zum Beispiel einen neuen Schreibtisch, der ziemlich nice ist und ich vielleicht an den einen oder anderen da draußen empfehlen kann. Ansonsten, ja, unsere Ausstellung ging los, da können wir vielleicht auch drüber quatschen und ja, das ist dann alles so auf einmal irgendwie eingeprasselt und dann hat die ganze Scheiße einfach, sorry, wenn ich das jetzt so formuliere, aber hat einfach nicht aufgehört und wir haben nie irgendwie wirklich einen guten Termin gefunden oder man hatte da einfach anderes zu tun. Du warst ja auch unimäßig super eingespannt dann, ne? Stimmt, Prüfungen waren ja auch noch. Ja. Oh Gott, ey. Ja, und dann die Hitzewelle. Ich bin ja ab 25 Grad sowieso zu nichts mehr zu gebrauchen. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir abends aufnehmen, wenn es wieder kühler wird. Und ja, dass vor allen Dingen auch mal wieder dunkel wird jetzt zu angemessenen Zeiten. Nicht, dass du irgendwie rausguckst und dann ist noch so 23.14 Uhr. Ah, okay. Die Sonne geht jetzt langsam runter. Ja. Gefühlt. Ja, waren ein paar anstrengende Wochen. Aber jetzt haben wir ja wieder ein bisschen Zeit und deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir jetzt wieder hier weitermachen können. Ja. Machen es auch regelmäßiger, hoffe ich jetzt. Das ist immer so der gute Vorsatz, den man sich dann vornimmt. Nee. Mal gucken, wie lange wir heute machen. Wir hatten ja sonst immer so anderthalb Stunden als Zeit. Ich habe tatsächlich großartig jetzt vorbereitet, habe ich gar nichts, muss ich sagen. Wie gesagt, es ist eigentlich so viel passiert, wo ich jetzt einfach irgendwie sage, oh ja, da könnte ich ein bisschen drüber reden und da könnte ich ein bisschen drüber reden. Wir müssen sowieso erstmal wieder ein bisschen warm werden hier mit dem Podcasting. Von daher labern wir jetzt einfach mal und gucken, wie lange wir Lust haben. Ich würde jetzt erstmal so eine Stunde anpeilen und wenn wir die gut rumgekriegt haben, gucken wir mal, ob wir da noch eine halbe Stunde über irgendwelche Serien quatschen oder sowas. Aber ich glaube, bei uns beiden ist das immer nicht so groß das Problem, dass wir Gesprächsstoff finden. Glaube ich auch nicht, zumal ja in der Zeit auch noch ein paar interessante Sachen passiert sind. Gerade zum Beispiel Neuralink, dachte ich, könnten wir vielleicht mal ein bisschen drüber quatschen. Auf jeden Fall. Meinst du das Experiment mit den Schweinen? Einfach das komplette explizit? Thema fand ich sau interessant. Und klar, das Experiment mit den Schweinen war jetzt halt in der Live-Vorführung mit drin, aber das Thema geht ja noch viel weiter und fand ich sehr, sehr cool. Ich fand zwar bei der Präsentation ein bisschen eigenartig, aber davon abgesehen. Ja, es ist halt sein Typ so, ne? Das muss man halt schon dazu sagen. Aber hol doch mal ein bisschen aus für Leute, die jetzt irgendwie gar nicht wissen, was Neuralink ist. Alles klar. Und zwar gibt es schon seit längerem Versuche, wo es darum geht, irgendwie Technik und Biologie zusammenzubringen. Da ist so, das, was ich schon am längsten kenne, ist so ein Experiment, wo eine Kakerlake, die im Prinzip vier wichtige Sensoren hat, zwei Fühler vorne, zwei hinten, die bekommt diese Sensoren abgetrennt und die werden mit Elektroden verbunden. Das heißt, die Wahrnehmung, die Kakerlake vorher hatte, wird dann ersetzt durch elektrische Signale. Und wenn man das macht, kann man die danach quasi mit so einer Fernsteuerung führen. Ferngesteuertes Auto oder sowas lenken. Du kannst, wenn du sie hinten anstupst quasi, weil die denkt ja, man stupst sie von hinten an, wenn man da dann Strom drauf gibt, dann läuft sie los. Wenn du auf die linke Antenne ein bisschen Strom gibst, läuft sie nach rechts. Und wenn du auf die rechte eben nach links, wenn du auf beide vorne, hält sie an und so weiter. Und so kann man dann einen lebendigen Organismus mit einer Fernbedienung steuern. Peter findet das wahrscheinlich nicht so geil, aber es funktioniert.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja jetzt erstmal natürlich auch ethisch eine gewisse Frage, ob man das so durchziehen sollte, ne? Aber genau, ja, es ist so Ja, dieser. aber das nur so zur Geschichte, dass man das auch schon länger erforscht. Und es gibt ja auch so Sachen wie, dass mit Elektroden schon Sachen im Hirn stimuliert werden können oder so. Und Elon Musk ist ja jetzt so weit gegangen, dass er gerne ein, viele nennen es ja Cyborg-Implantat, in menschliche Hirne einbauen würde. Und das ist dieses Neuralink. Und da gab es jetzt vor einigen Wochen eine Präsentation, wo Elon Musk sich ganz, ganz eifrig nach neuen Angestellten umgesehen hat, weil er da jetzt ein bisschen ausfächern will. Das läuft schon eine ganze Weile und das Ziel ist es, momentan sieht das Ding so aus, dass ungefähr so groß wie eine Münze, ungefähr so dick wie unsere Schädelwand, also nämlich 8 mm hat das Ding und in der Präsentation hat er erzählt, unser Schädel wäre so durchschnittlich 10 mm, also 1 cm dick. Und das Ding ersetzt dann quasi ein gleich großes Stück Schädel und ist unten drunter mit mehreren klitzeklein, also wirklich unglaublich kleinen Kabeln mit dem Hirn verkabelt. Und ja, es geht quasi darum, momentan erstmal Daten auszulesen und da forschen sie gerade noch ganz viel dran, unter anderem die schon genannten Schweine, mit denen das gerade durchgeführt wird. Und die Ziele davon sind unglaublich viele, aber erstes großes Ziel ist damit Krankheiten wie beispielsweise Wahrnehmungsstörungen wie Taubheit, Blindheit oder so weiter oder eben auch Paralyse durch Rückgratschäden oder so ähnlich zu heilen. Also man würde zum Beispiel jetzt Beispiel, jemand hat sich das Rückgrat gebrochen und kann seine Beine nicht mehr bewegen. Und dann wäre eben die Idee, dass man diese Signale im Hirn abfängt und die dann über ein zweites Implantat an die Beine weitergibt. Und das, was aus den Beinen ins Hirn soll, wird dann da abgefangen und ans Hirn weitergegeben, sodass diese, wie hat er es genannt? Er hat es, glaube ich, auf Englisch als Broken Wires, also zerbrochen, also kaputte Kabel bezeichnet, dass die eben einfach überbrückt werden, dass auf die nicht mehr zurückgegriffen werden muss und der Patient dann eben sein Leben wieder leben kann wie vorher. Ist im Prinzip so diese Heilung von körperlichen Gebrechen einfach, die da so versprochen wird, erstmal so. Ne? Muss man erstmal da so dazu sagen, dass so, wie gesagt, hast du das gerade ganz gut ausgeführt, zum Beispiel Leute, die nicht mehr sehen können oder sowas, dass man das eben durch Technik anfängt zu überbrücken. Genau, ja. Und das zieht sich dann von der Heilung solcher Krankheiten bis hin zur frühzeitigen Erkennung. Dann wurden da beispielsweise auch chemische Sensoren genannt, die man dann mit einbauen könnte in eine spätere Version, die dann eben auch vorwarnen würden, wenn die Hirnchemie durcheinander kommt. Das Ganze soll später bis hin zu psychischen Erkrankungen wie Angststörungen oder Depressionen wirken. Und darüber hinaus ist dann eben so ein späteres Ziel, damit eben vielleicht den menschlichen Körper auch aufzuwerten, bis hin, aber das ist dann, das verschieben wir vielleicht erstmal eine Viertelstunde nach hinten, zur Symbiose mit der Technik, was ja so Elon Musks persönliches Ziel ist, das harmonische Zusammenleben mit der KI. Und deswegen dachte ich, gerade deswegen ist es eigentlich ein richtig interessantes Thema. Ja, definitiv. Aber auch die Idee, was er auch selbst erwähnt hat, Infrarotstrahlung mit den eigenen, also was heißt mit den eigenen Augen, mit Kameraaugen ersetzen, wahrnehmen zu können, ist natürlich auch cool, wenn du dann quasi auf Knopfdruck auf deinem Handy eine Wärmebildkamera direkt in den Augen hast. So richtig Predator-mäßig geht es dann ab, auf jeden Fall, wenn du den. Ich glaube, genau den hat er auch selbst erwähnt. Ja, Nein, ich glaube. nee, ich glaube, das war ein anderer, der das Ganze kommentiert hat. Also ich wurde aber Okay. auch schon erwähnt in der Ja, Sache, ja. wollte gerade sagen, es ist ja sehr, sehr naheliegend, ja. Dass du dann so ein Overlay und alles, also ziemlich coole Themen sind dabei. Das Ding ist halt immer so, man muss halt von einer gewissen Grundperspektive da auch ausgehen, die ja Elon Musk da an den Tag legt. Halt, also wie versteht er Technik sozusagen halt, ne? Oder für was ist sie halt gut? Ja, ich finde zum Beispiel bei der ganzen KI-Debatte, die er halt auch so generell anführt, schürt er ja auch immer so ein bisschen. Ja, Angst will ich schon mal sagen, so, dass er dann halt einfach sagt, ja, hier und wenn wir nicht aufpassen, dann kommt die krasse Super-KI und wir werden alle vernichtet, wenn wir da nicht aufpassen und sowas. Bist du da der Meinung, dass das in diese Richtung gehen könnte oder sagst du einfach generell erstmal eine KI ist von sich aus eigentlich erstmal noch gar nicht so schlau, sondern führt einfach nur gewisse Prozesse in einer gewissen Rahmen, in einer gewissen Rahmenbedingung erstmal aus, die in dem sie sehr gut ist. Aber wenn es dann halt wirklich ge darum geht, zu sagen, okay,
Jetzt geh mal out of the box und fang da mal an, irgendwelche Sachen miteinander zu verknüpfen, dann scheitern ja tatsächlich ganz viele KIs auch. Richtig, das ist ja tatsächlich das Hauptthema in der KI-Entwicklung, dass die eben unglaublich spezialisiert in dem sind, was sie tun sollen, dass aber die Kommunikation, denen überhaupt zu erklären, was sie sollen, immer ein Riesenproblem ist. Da gibt es ja dieses ganz berühmte Beispiel, wo eine KI quasi ein Strichmännchen bauen soll und das dann über einen Hindernisparcours laufen lassen soll. Und fast jede KI fängt dann erstmal an, einfach die Beine so lang zu machen, dass wenn dieses Strichmännchen einfach nur nach vorne umfällt, es über die Ziellinie fällt. Okay. Und wenn du jetzt den Hindernisparcours doppelt so lang machst, dann macht die KI die Beine halt noch länger, ja. Und dann musst du anfangen, musst sagen, wie lang dürfen die Beine sein. Also du musst unglaublich spezifisch werden, was du eigentlich möchtest. Ja, du musst dann halt die Regeln einfach aufstellen, ne? Sozusagen in der Welt, in der sie sich dann halt bewegt. So, das ist dann, Ja, aber das ist halt ja. gar nicht so einfach, ja. Da Ja, na klar, aber. habe ich mal ein saucooles Video gesehen, wo ein Vater seine Kindern das so ein bisschen versucht hat beizubringen, präzise Anweisungen zu geben, wo er gesagt hat, okay, sie sollen ihm jetzt einfach, das, ganz kleine Kinder, die haben gerade zu schreiben gelernt. Man hat auch so ein bisschen die Zettel, lustiges Video, weiß leider nicht mehr, wie es hieß. Und dann haben die Kinder einen Zettel geschrieben, wo sie ihrem Vater Anleitung gegeben haben, wie er sich ein Marmeladensandwich schmiert. Ja. Und es hat etliche Versuche gebraucht, bis sie so präzise wurden, dass der Vater sich nicht mehr dumm stellen konnte und einfach irgendwas gemacht hat. Das ging dann von, es hieß, irgendwann waren sie dann so weit, okay, wir müssen ihm erst sagen, er muss das Messer nehmen. Dann muss er es in die Marmelade tunken und dann über das Brot schmieren. Der Vater hat das Messer genommen, in das Marmeladenglas getunkt und dann mit dem Glas zusammen über die Brotfläche geschmiert. Ja. Ja, schon klar. So Kleinigkeiten. Genau das ist ja auch das Problem, was du bei KIs hast, ja. Und klar, da gibt's, was mir dazu dann auch immer einfällt, ist, weil es heißt ja immer, die größte Gefahr ist das Missverständnis. Falls du den DLC zu Fallout gespielt hast, zu Fallout 4, irgendwie Angriff des Mechanic, Nee, habe ich irgendwas, nicht gespielt. Kläre mich auf. da geht es darum, dass auf jeden Fall Roboter greifen das Ödland an. Ja, das ist ja so, für die, die es nicht kennen, postapokalyptische Welt mit sehr viel Technik und so weiter und ist alles so verwüstet und in dem DLC tauchen dann auf einmal Roboter auf, die anfangen, die Bewohner dieser Map zu malträtieren. Und wer sich nicht spoilern lassen will, jetzt am besten ein bisschen vorspringen. Am Schluss stellt sich nämlich heraus, dass die Person, die diese Roboter programmiert hat, eigentlich voll nett ist und den Robotern nur den Befehl gegeben hat, sie sollen den Bewohnern des Commonwealth, also dieser Region, helfen. Und die Roboter haben dann einfach berechnet, dass die Wahrscheinlichkeit dieser Leute zu überleben extrem gering ist und dass das Verhältnis von Freude zu Leid in deren Leben so negativ ist, dass denen am besten geholfen ist, wenn man sie einfach umbringt. Und wenn man Ja. sich dann so Sachen wie das mit dem laufenden Strichmännchen anguckt, ist das halt gar nicht so unwahrscheinlich, ne? Ja, Die genau, Frage ja. ist dann halt, ob wir wirklich so blöd sind und derart ungetesteten KIs wirklich das Mittel an die Hand geben, uns irgendwie umzubringen. Ja, das ist dann. Ja, ich meine, die Debatte gibt es ja. Ich meine, jetzt wird es auch ein bisschen politisch in der Richtung. Du hast ja beim US-Militär beispielsweise ja Drohnen, die KI-basiert, also es wird getestet, ob das jetzt, die Durchführung wird es bestimmt auch schon ausgeführt, bin ja jetzt auch nicht mega krass drin, aber die Debatte kam ja auch immer mal auf, dass man eben sagt, okay, man überlässt einfach Drohnen einer KI und die soll dann eben entscheiden, ja, hier Terrorist, das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann mal eine Bedrohung oder ist eine Bedrohung und wir schalten den Menschen jetzt über KI aus, so, ne? Und nicht, dass da ein Mensch nochmal extra entscheidet, sozusagen, ob der Mensch jetzt durch die Drohne umgebracht wird oder nicht. So, und das ist natürlich auch so eine Riesendebatte. Oder beim autonomen Fahren finde ich es auch immer super spannend. Hast ja auch unfassbar viel mit KI zu tun. Und ich fand es halt in einer Debatte mal sehr amüsant, wo ich da sagte, ja, tatsächlich ist das größte Problem beim autonomen Fahren ist tatsächlich der Fußgänger bzw. der Fahrradfahrer, weil du müsstest dermaßen das Verkehrssystem umstellen, damit das flüssig läuft. Weil stell dir einfach vor, keine Ahnung, Autos fahren mit 30 km/h durch die City und bleiben ja einfach stehen, wenn jemand auf der Straße steht. So, ne? Das heißt, die absolute Verkehrshoheit hat ein Fußgänger. So, weil, also du kannst einfach als Fußgänger oder was weiß ich, stellst dich da als Gruppe zusammen und bist dann einfach generell gegen autonomes Fahren. Stellst dich in die City und mit 5 Mann und hältst halt den kompletten Stadtverkehr halt einfach auf an so einer Hauptkreuzung oder sowas, ne? Weil
das autonome Auto soll dich ja nicht überfahren. So, ne? Oder, keine Ahnung, ich fand es von Richard David Precht mal so super, der da einfach sagt, die KI steigt halt nicht aus und haut dir auf die Schnauze. So, ne? So, und aber wenn man das so weiterdenkt, ist das halt gar nicht so weit hergeholt, ne? Wo ich mir einfach sage, ja, na klar, du müsstest halt einfach sofort dafür sorgen, dass der Fußgänger irgendwie eine Strafe oder sowas kriegt, weil das einfach im System der KI null bedacht ist, sowas, ne? Und du versuchst zwar das Auto so möglichst effizient wie sonst was zu machen, oder den Verkehr an sich innerhalb von Städten, aber du beachtest halt einfach gewisse Verkehrsteilnehmer schon gar nicht. Von daher hat mich das auch nochmal so zum Nachdenken gebracht, wo ich gesagt habe, okay, das wird so diese ganze Debatte um autonomes Fahren auch nochmal ordentlich nach hinten strecken, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht haben wir das so in den nächsten 10 Jahren oder so, aber das sehe ich überhaupt nicht mehr mittlerweile, muss ich wirklich sagen. Ja, da muss ich gerade auch wieder, ich meine, ich hatte es schon mal erwähnt, diese Studie von, ich glaube, vom MIT, wo man bei denen auf einer Seite Entscheidungen treffen musste, so Bremsen sind kaputt und wen überfährst du jetzt, die alte Lady oder das kleine Oder Kind das und so Kind, weiter. genau, ja. Ja, wo die dann ja auch einfach, um mal herauszufinden, was so die meisten Menschen wirklich tun würden, einfach mal diese Umfrage da gestartet haben. Klar, es ist immer die eine Sache, wenn du sowas liest und sagst, ja, natürlich würde ich mich so und so entscheiden, oder ob du dann wirklich mit kaputten Bremsen auf die alte Lady zurast und noch die Geistesgegenwärtigkeit hast, um dir zu überlegen, wen du jetzt überfährst. Aber an sich ist es ja sowieso die Frage, wenn jetzt eine KI wegen kaputten Bremsen jemand überfährt, kann man der mehr einen Vorwurf machen als der Person, die wegen kaputten Bremsen jemanden überfährt? Und dann Ja, es gibt es ja ist. Probleme mit, wer ist verantwortlich, die Programmierer, Genau. die Verkäufer und Aber da finde ich auch die Debatte tatsächlich in die Richtung wichtig zu steuern, dass man halt einfach sagt, okay, es verstößt halt essentiell gegen das Grundgesetz. Also wenn du es jetzt hier auf Deutschland beziehst, so, ne? Weil du fängst halt an, Menschenleben gegeneinander aufzuwiegen. Du sagst halt, ja, hat die Oma irgendwie noch ein paar Jahre zu leben oder keine Ahnung, also jetzt mal ganz krass gesprochen, das Kind hat eine Glatze und dass die KI analysiert irgendwie, das Kind hat Leukämie, das stirbt in den nächsten 5 Jahren, angenommen jetzt, ne? Dass das soweit ist. Und die Oma lebt noch 10 Jahre. 10 Jahre sind mehr als 5, also überfahre ich das Kind, so nach dem Motto, ne? Da fängst du ja genau diese Debatte an, wo du einfach sagst, okay, du fängst halt an, einfach Menschenleben gegeneinander aufzuwiegen. Und das einer KI zu überlassen, finde ich sehr, sehr schwierig, so, weil also du hast halt diesen Zufallsfaktor, den der Mensch ja in seinen Entscheidungen immer drin hat bei sowas, weil wie du gerade gesagt hast, so als Mensch entscheidest du nicht irgendwie, ich überfahre jetzt auf jeden Fall die Oma oder so, sondern du entscheidest ja quasi zufällig. Du entscheidest dich ja nicht bewusst, die Oma umzufahren. Die KI macht das ja aber. Also Und ich von. meine, rein programmiertechnisch wäre es easy, der zu sagen, okay, werf eine Münze und überfahre den Verlierer. Ja. Aber da würden Ja, natürlich genau. auch auf die Barrikaden gehen. Aber das ist ja tatsächlich genau sowas, was Elon Musk mit seiner Technik da lösen will, weil gehen wir mal vom Idealfall für ihn aus. Jeder hat kann ehrlich gesagt, so wie sich unsere Technik in der Zeit verändert, null abschätzen, wie lange das noch dauert, aber spinnen wir mal ein bisschen rum und sagen mal 20 Jahre, also so ungefähr 2040. Jeder hat so ein Implantat und 90% der Autos können mittlerweile von alleine fahren. Dann gäbe es ja die Möglichkeit, dass du eben durch KI, dass du durch Erkennung deiner Umwelt und so weiter mit diesem Chip, der muss ja nicht mal irgendwie lernen, deine Umwelt zu erkennen, weil der kann das ja einfach aus deinem Hirn auslesen. Du hast das ja schon gelernt. Und dann merkt er einfach, wenn du auf die Straße gehst, ist gleichzeitig mit irgendwelchen Zentralrechnern verbunden, die wissen, wo die automatisch fahrenden Autos sind. Und dann kann ja frühzeitig dir schon in deinem Blickfeld eine Warnmeldung angezeigt werden und gleichzeitig dem Autofahrer, die dich dazu auffordert, so du, wenn du jetzt da langläufst, du siehst das nicht, du hörst das nicht, aber da kommt gerade ein Auto auf dich zu. Und damit könntest du da den menschlichen Faktor deutlich, deutlich kompatibler zu der KI in dem Auto machen. Das ist schon ein bisschen gruselig, oder? Es ist sau gruselig. Also, wenn du das Ganze ein bisschen Ja. weiterspinnst, also es kommt mir so ein bisschen vor, wie, also gerade wenn Elon Musk dann davon redet, dass dann diese KI, weil er redet ja immer davon, er möchte nicht, dass irgendwann die KI bestimmt, was wir machen. Genau, ja. Und er redet ja dann davon, dass die KI dann anstatt zu bestimmen, was wir machen, aus unseren Einzelindividuen die größten gemeinsamen Interessen raussucht und anhand dessen entscheidet, quasi wie ein großer Utilitarismus. Ja. Ja.
Ja, ist halt, bist du wieder bei der Frage, ja, ist Utilitarismus so die beste Herangehensweise, ne? So, hat ja Also an auch, sich, ja. wenn du so guckst, was habe ich in der Schule über Utilitarismus gelernt, da ist die Schwierigkeit, es richtig einstufen zu können und alle Sachen zu wissen, die ich dafür wissen muss. Und sowas Genau. könnte eine KI ja quasi. Du müsstest dir halt irgendwie ein Wertesystem einprägen, was ja in Kombination mit menschlichen Gehirn und Denkweisen funktionieren würde. Aber das ist ja, du merkst ja aber, das schließt sich ja so ein bisschen der Kreis. Das geht ja dann auch. Es muss ja vom Menschen ausgehen, dieses Wertebild. Da sagst du, okay, welches Bild Genau, setzt du darum denn da geht's ja. jetzt halt so ein? Ne? Genau, ja. Da musst du halt Darum geht es sagen, ja, irgendwie dass du habe nicht ich nur KI, jetzt. sondern KI und Mensch zusammen hast, um sowas zu erschaffen. Und da Ja. brauchst du hast halt, ja, oder hast halt genau diesen Punkt, wo du sagst, ja, setze ich da jetzt irgendwie die Wertevorstellung von Amerikanern ein oder von Chinesen oder von Indern oder von Europäern, je nachdem. Auch da gibt es ja schon enorm viele Unterschiede. Von daher glaube ich, ist es eher eine große Debatte, sich auf dieses Wertebild, welches man da einsetzt, zu verständigen. Also rein mathematisch kannst du ja jeweils quasi so eine Art Mitteldurchschnitts, wie auch immer, Wert der Region nehmen, in der du gerade entscheidest. Ja? Also ich denke, informatiktechnisch geht das. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, okay, gut, wenn du das alles so steuern kannst. Und wenn es jetzt so ist, wie Elon sagt, dass eben Entscheidungen von dieser KI nach den Menschenwillen gefällt werden, dann kommen halt auch wieder so saugruselige Faktoren rein, wie was machst du jetzt, wenn einer herkommt, der einfach super überzeugend ist und anfängt gegen Minderheiten zu wettern? Ja. Übernimmt das die KI dann auch? Entscheidet die dann auch, weil die meisten Menschen denken, dass die wenigeren minderwertig sind? Nimmt das die KI dann auf? Wie baust du da Schutzmechanismen rein? Also es ist Da gab es ja genauso generell heikel wie schon Politik jetzt. super, super viel Diskussion darum, ne? Wo man dann gesagt hat, okay, hier irgendwelche Computerprogramme oder generell auch KIs fangen eigentlich an super, was heißt super, aber wo einfach rassistische Züge drin sind, die einfach bei Menschen nicht so krass auffallen, die sich aber in der KI dann eben durch gewisse Entscheidungen, ich glaube, da gab es doch so eine Gesichtserkennung-KI, die irgendwie Schwarze höher kriminell eingeschätzt hat als Weiße. War da nicht bei den Amis mal was? Boah, ich weiß nur noch die Gesichtserkennung, die alle Schwarzen als Schimpansen abgestempelt hat. Die kenne ich gar nicht zum Beispiel, aber auf jeden Fall war man irgendwie, ja, hier Kriminalitätsrate oder der ist eher kriminell als der und keine Ahnung, der Weiße war irgendwie ein Massenmörder und der Schwarze einfach irgendwie ein ganz normaler Bürger. Also es war schon krass, dass da einfach so gewisse Faktoren, die du irgendwie als Mensch gar nicht erstmal so erwartest, aber dann halt so krass in der KI sich niederschlagen durch dieses Wertebild, wo du einfach denkst, ja, das ist ja eigentlich alles richtig so, wie ich das da reinmache, und dann kommen halt solche Ergebnisse raus. Das ist halt schon heftig. Ja, aber da kommt es dann, eine KI arbeitet halt theoretisch einfach bloß nach dem, was du ihr beibringst. Also relativ logisch. Ja, Das heißt, klar. Ja. wenn die KI rassistisch ist, dann ist ihr halt dieser Rassismus beigebracht worden. Da gab es ja auch mal Genau. dieses, Ex ich habe den Namen vergessen, aber dieser Online-Roboter, mit dem du chatten konntest, wo so viele Leute einfach super den Scheiß reingeschrieben haben, dass dieser Roboter irgendwann offline genommen werden musste, weil der einfach angefangen hat, irgendwelche Leute so zu beleidigen und fertig zu machen und Sachen von sich gegeben hat, ja. Aber die hat er ja halt einfach von Leuten, mit denen er gechattet hat, gelernt und dann so übernommen. Ja, das ist wie ein Kind, das du frei in der Gegend rumlaufen lässt, das sich dann in eine schlechte Nachbarschaft verirrt und da Ja, dann dann irgendwelchen Mist aufschnappt, ja. die Eigenschaften der Umwelt dann halt einfach ja, übernimmt, so, ne? Ja. Ja, ich finde es Und halt so krass, da. ey. Also wie gesagt, also das geh mal kurz auf die Sache da ein, die er mit den Schweinen davor hatte. Das fand ich zum Beispiel auch super spannend, um mal bei Elon Musk ein bisschen zu bleiben, was er da. Von was genau redest du? Bist du bei der bei den Bewegungssensoren oder? Genau, bei den Bewegungssensoren, wäre ich Das jetzt. fand ich auch richtig, richtig geil. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Da ging es darum, dass unser Hirn sendet ja die Informationen, wie wir uns bewegen, an unsere Muskeln und die führen sie dann aus. Und die haben dann bei Neuralink mit den Schweinen, die das Ding schon drin haben, ein Experiment durchgeführt, wo sie auf ein Laufband gestellt haben. Das sah ganz witzig aus. Da war dann vorne der Futterdruck, wo sie draus gefressen haben, während sie auf dem Laufband standen. So als kleine Anregung weiterzulaufen. Und dann wurde das Ganze aufgenommen. Und dann haben die eine KI quasi, also beziehungsweise ich weiß nicht, ob es genau eine KI war, ich gehe mal davon aus, auf jeden Fall irgendwelches Machine Learning. Damit haben sie Vorhersagen getroffen, bei welchen gemessenen Impulsen im Hirn das Schwein sich wie bewegt. Und das können die mittlerweile, nach dem, was sie da präsentiert haben, unglaublich präzise machen.
Das heißt, wenn man das ein bisschen weiterspinnt, kann man nur mit so einem Sensor im Hirn irgendwann auch bei Menschen jede Bewegung vorhersehen, die der Mensch machen würde. Creepy. Na, wie gesagt, wenn man in dem Thema drin ist, sagt man halt so immer so, ja, okay, kann ich nachvollziehen, wie das funktioniert. Ich meine, du bist Informatiker. Ich bin natürlich auch in der Tech-Branche, so, wo man einfach sagt, okay, uns interessiert das, wir sind da informiert. Aber jetzt, keiner, wenn ich das jetzt meiner Oma erzählen würde, weißt du, was da halt geht oder was du ihr so vorgestellt, ich glaube, die würde halt aus allen Wolken fallen und sagen, das will ich auf gar keinen Fall. So, weißt du, weil so, wo ich einfach genau merke, dieser Unterschied zwischen dem, was irgendwie jetzt, keine Ahnung, die Generation unserer Großeltern oder Eltern einfach irgendwie denken, was technisch möglich ist, sagen so, ja, hier so ein E-Mail schicken, das ist doch schon das höchste der Gefühle, so nach dem Motto. Aber wenn du dann halt mit sowas ankommst, ich glaube, das ist halt besonders diesen älteren Generationen super schwer zu vermitteln. Einfach. Also ich find das faszinierend, dass das geht. So, weißt du? Gar keine Frage. Die Sache ist halt immer nur, was heißt das gesellschaftlich auch? So, weißt du, wo entwickelt sich das hin, die Technik? So, du kannst das ja für gute Sachen einsetzen, beziehungsweise auch für schlechte Sachen. So, ne? Wie das berühmte Beispiel ist, es ist halt immer nur irgendwie ein Werkzeug. So, ne? So muss man es halt in gewisser Weise sehen. Aber dann natürlich auch in den gesellschaftlichen Kontext drücken und dann eben sagen, okay, wird das jetzt, geht das jetzt hier gesellschaftlich eher voran oder machen wir eher Rückschritte und entwickeln uns hier eigentlich in eine Gesellschaft, wo wir eigentlich überhaupt nicht hinwollen? Das ist halt super gefährlich mit so einer Technik. Also, weil sie halt so viele Möglichkeiten einfach bietet, ne? Das ist halt, Gut, was du du draus kennst machen mich. Ich kannst. bin Fan von jeder Art Werkzeug, ja. Ja, Und wie du klar. sagst, klar, es liegt natürlich immer dran, wie es benutzt wird, ja. Für mich war das jetzt beispielsweise, mich hat das gar nicht groß überrascht, ehrlich gesagt, weil für mich ist das irgendwie so, wir haben jetzt schon Smartwatches, wir haben Schuhe mit Sensoren drin, weißt du, womit Läufer dann trainieren und wo nachher ausgewertet werden kann, wo die Druckpunkte sind. Oder Leute mit Fehlstellungen an den Füßen kann damit geholfen werden und so weiter. Und für mich war es ehrlich gesagt nur eine Frage der Zeit, bis wir eben irgendwann diese technischen Helfer, die wir überall am Körper tragen, auch in den Körper mit rein übernehmen. Ich meine, es gibt ja schon so Sachen wie Herzschrittmacher und so weiter. Ja, du hast oder diese Chips, die du dir hier in den Arm reinmachen, lässt die irgendwie deinen Blutzucker die ganze Zeit messen und ob du Diabetes gefährdet bist oder nicht so. Also das die ganze Zeit überwachen, dass du dich nicht ständig spritzen musst. Da gibt es ja auch diese Dinger da mittlerweile, die dir irgendwie in den Oberarm, die sind dann irgendwie zwei, drei Hautschichten irgendwie rein implementiert und dann, keine Ahnung, sieht auf jeden Fall erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, wenn man das erste Mal sieht, aber. Ja, wie du schon sagst, so, es geht halt immer mehr so in die Richtung, ne, dass wir halt irgendwie sagen, okay, die ganzen Gadgets, die jetzt irgendwie die ganze Zeit schon da sind, jetzt einfach immer mehr mit unserem Körper verbunden werden. Ich meine, irgendwelche Sensoren hast du, wie du schon sagtest, auch überall, ob das jetzt Schuhe, Kleidung oder sonst was halt ist, das ist schon echt krass. Und wie gesagt, du hast es schon ganz gut formuliert mit der, dass es eine Frage der Zeit war, bis man einfach anfängt, dann gewisse Schnittstellen wirklich zum Körper dann halt auch einfach zu nehmen, ne? Die es ja schon gibt, aber dass man dann einfach sagt, so jetzt wollen wir aber mal das Gehirn anzapfen oder halt connecten, sagen wir ja mal so. Genau, und selbst bei so Sachen wie Smartwatches, es gab ja, ich weiß nicht, wie wahr das ist, aber ich habe irgendwann mal einen Bericht gelesen, wo es darum ging, dass wohl dadurch, dass mehrere Soldaten im Irak irgendwie eine Smartwatch getragen haben, bei denen eben dieser Ortungsdienst online eingesehen werden konnte, sollen die sich wohl angeblich ziemlich in die Scheiße reingeritten haben, weil die dann eben, kannst dir vorstellen, Soldaten im Ausland ist nicht geil, wenn der Feind einsehen kann, wo die sich gerade befinden. Und da gab es, wenn ich das richtig verstanden habe, mal einen mega Shitstorm. Und allein Handys, was es mittlerweile schon alles mit Handys gab, das ist, ich weiß nicht. Also ich glaube, wir wehren uns gerade, also es gibt ja ganz viele, die sich jetzt total querstemmen und sagen, Alter, ich lasse Elon Musk nicht an mein Hirn ran. Aber die Frage ist halt eher, wenn es denn soweit ist, wie lange braucht es, bis die Leute sich an den Gedanken gewöhnt haben? Ja, weil wenn ich mir überlege, wie sich meine Mutter vor 10 Jahren noch gegen Handys gewehrt und darüber aufgeregt hat und mittlerweile liegt das Ding immer neben ihr. Also wenn ich da jetzt unbedingt ein Virus drauf spielen wollen würde, was nicht mal schwer wäre, weil es meine Mutter ist, könnte ich sie 24/7 abhören und überprüfen, wo sie ist und alles. Ja. Und Ja, ich meine, also das ich ist ja dann glaube auch, tatsächlich. ist ja gleich die nächste große Debatte so, ne? Die war heute richtig Gesellschaftskritik hier heute. Nee, das Ding ist halt, wenn du jetzt auf die Ebene gehst, kannst du ja genauso sagen, also
wie gesagt, ich kenne auch ein paar, die halt einfach so super Schiss generell vor Smartphones und sowas halt haben oder ja, wir werden überall abgehört und so, wo ich einfach sage, ich so, ja, na klar, da ist Glasermikrofon und sowas reingebaut, aber du hast ja diese Machtkonzentration zu sagen, okay, aber wer kann das denn so, also weil halt immer so ein bisschen, ist ja auch momentan, ohne da jetzt großartig drauf eingehen zu wollen, ja, hier die Regierung und bla bla bla, nee, es ist nicht die Regierung, es sind Konzerne, die diese Macht haben und das machen zu können. Ich meine, es hat ja Edward Snowden, gut, der hat es halt mit dem Geheimdienst gemacht, aber die wirkliche Macht, Daten zu sammeln, Daten abzugreifen etc. pp., die liegt bei Konzernen, meiner Meinung nach. Ja, definitiv. Also gerade Facebook, Google und so weiter sind da Genau, ja die Paradebeispiele. quasi durch groß geworden. Das ist ja deren Job. Ja. Und da sind Genau. ja auch eine, die sind ja auch richtig gut drin. Aber letzten Endes interessiert Mark Zuckerberg nicht, was du dir gestern auf Amazon angeguckt hast. Ja, das sind alles Daten, die werden automatisch weitergegeben. Und Ja. wenn ich über sowas nachdenke, klar, an sich passt mir das auch nicht, dass mein Handy quasi alle meine Daten an irgendjemanden weitergibt, ohne dass ich es weiß. Und es werden so viele Daten weitergegeben, dass es gruselig, also das kennt jeder, dass er mit irgendjemandem über irgendwas schreibt und am nächsten Tag kriegt er Amazon-Werbung dafür, ja. Ja, genau. Das, also Aber da das muss ich halt ist. auch fragen, wie interessant bin ich, ja? Weil es wird sich bestimmt niemand in Persona deine Daten angucken und überprüfen. Das wird irgendein Programm machen, Es geht das halt auf leicht diese gesagt kann. Metaebene immer, ne? Das ist halt genau Richtig. das, ja. Es geht einfach bloß darum, deine Werbung zu personalisieren und so viel Geld aus dir rauszuholen wie möglich. Es ist Genau. jetzt nicht so, als ob die Genau. Regierung prüfen wollen würde, mit wem du redest, um dich als Terrorist einzustufen und frühzeitig eliminieren zu lassen, bevor du Scheiße anstellst, ja. Ja, also würde ich jetzt in Europa zumindest noch nicht sagen, dass so weit sind wir noch nicht so, ne? Aber Ich traue es unserer Regierung auch gar nicht zu, wenn ich ja, ehrlich bin. das ist gleich das Nächste, ne? So, wenn du so jemand wie Andreas Scheuer als Verkehrsminister hast, dann mache ich mir da nicht so viel Gedanken. Ja? Nee, aber die Sache ist halt, wie gesagt, so diesen. Diese Konzerne, das ist ja jetzt auch, um mal, können wir vielleicht mal auf das Thema übergehen, weil es gerade echt gut passt, weil du Facebook gerade angesprochen hast. Jetzt ist ja die Oculus Connect, während wir gerade aufnehmen, sprich die jährliche Virtual Reality Messe von Facebook. Und da wird heute die Oculus Quest 2 vorgestellt. Erstmal, die Hardware-Spezifikationen sind gar nicht so verkehrt, und der Preis wird wahrscheinlich auch nicht übel werden, also für so ein Einsteiger-VR-Headset. Jetzt hat allerdings Facebook vor etwa einem Monat, lass mich überlegen, oder 3 Wochen, die Nutzungsbedingungen geändert im VR-Modus. Und zwar wird es in Zukunft halt so sein, dass wenn du eine VR-Brille nutzt von Oculus, was ja eine Tochterfirma von Facebook ist, wird ein Facebook-Account Pflicht. So, das heißt, du kannst diese Oculus Quest oder Oculus Rift, je nachdem, welche Oculus-Brille du jetzt kaufst, in Zukunft nur noch nutzen können, wenn du einen Facebook-Account hast. So, alle älteren Geräte, ich glaube, du hast ja eine Rift, eine normale, ne? Die jetzt hier, Genau. das, genau, die sind jetzt, glaube ich, noch 2 oder 3 Jahre davon verschont. Aber gut, ich meine, du hast ja dann technischen Wandel, dann sagst du, okay, jetzt kaufe ich mir auch wieder eine neue VR-Brille oder sowas und dann holst du dir wieder eine Oculus und da bist du ja schon drin. So, ne? Aber die lassen halt so diese Lebenszyklen erstmal auslaufen sozusagen und alle, die jetzt eine VR-Brille kaufen, die steigen da dann quasi ein. Das Ding ist jedenfalls, dass Facebook ziemlich interessante Sachen dann vorhat, was sie halt von diesen ganzen VR-Ding dann halt versuchen zu tracken. Ne? Also ich meine, du hast in solchen VR-Brillen Kameras installiert und die, ja, scannen nun mal deinen Raum. So, ne? Und diese Daten greift Facebook dann halt ab. So. Und sind halt völlig weggegangen von diesem Geschäftsmodell zu sagen, was ja Oculus vorhatte. Die sagen, ey, wir bauen hier eine Plattform auf und jeder, der bei uns in den Store rein will, zahlt halt 30% Provision an uns, dass er auf diesen Markt drauf darf. Und der Rest ist halt Gewinn vom Developer. Sprich, ich entwickle ein Spiel für den Oculus Store, muss dann 30% von meinem Gewinn an Oculus abdrücken, dass ich auf dieser Plattform eben bin. Und das ist das Geschäftsmodell, ne? Und dann eben noch natürlich die Hardware, die sie verkaufen. Aber Facebook hat natürlich, wenn man sich mit dem Konzern ein bisschen näher auseinandersetzt, einfach ein ganz anderes Interesse. So, Facebook hat erstmal vor, Mark Zuckerberg hat das ein paar Mal erwähnt, er will 1 Milliarde VR-Nutzer haben. Die bauen ja auch dieses riesige Social Media Konstrukt da auf im VR-Bereich, das Horizon heißt das.
wo du dich quasi wie in die Leute, die Ready Player One gesehen bzw. gelesen haben, so ein bisschen abbilden soll, dass man sich quasi ständig in der virtuellen Realität trifft, dort ja, irgendwelche Freizeitaktivitäten macht etc. pp. Quasi so ein Second Life in VR eben. Und sie werden jetzt in Zukunft, gebe ich dir Brief und Siegel, ihre VR-Hardware sehr günstig verkaufen, dass du so einen sehr, sehr angenehmen Einsteigerpreis hast. Keine Ahnung, die werden jetzt so eine Lite-Version bestimmt auch nochmal raushauen, wo du dann einfach sagst, so 250, 300 € und du hast eine autarke VR-Brille mit einem ordentlichen Display, einem ordentlichen Prozessor drin, dass du einfach so die gängigen VR-Aktivitäten ganz gut da drin machen kannst. Und dann geht es natürlich durch die Nutzungsbedingungen, die sie dann geändert haben und den Zwang, dass du einen Facebook-Account brauchst, natürlich in diese Richtung, okay, wir wollen natürlich möglichst viel über dich wissen. Und wie gesagt, die Daten, die sie eben durch VR sammeln können, ist natürlich was ganz anderes, als wie man sich eben im Netz bewegt, weil man in VR bist du ja trotzdem, es ist ja quasi so diese Schnittstelle zwischen Realität und virtueller Realität. Du bewegst dich ja trotzdem in deinem Raum. So. Und wenn die dann, keine Ahnung, welche Daten die dann von den Kameras da abgreifen, dann irgendwie merken, der William, der hat aber ein Batman-Poster da bei sich im Zimmer, der findet bestimmt auch Batman-Bettwäsche ziemlich geil, also nach dem Motto jetzt, ne? Und das ist dann, glaube ich, noch so das Harmloseste, was da passiert. Aber das fand ich auf jeden Fall jetzt so eine sehr, sehr interessante Entwicklung von Facebook, obwohl sie ja am Anfang auch gesagt haben, dass sie auf gar keinen Fall von dem Geschäftsmodell von Oculus abrücken werden. Das war halt einfach, ja, krass gelogen. So, ne? Aber ich denke mir halt schon, okay, Facebook kauft jetzt die ganze Chose da. Es ist ja schon jetzt ein paar Jahre auch her, wo sie Oculus sich einverleibt haben. Und wie gesagt, wenn man sich mit dem Geschäftsmodell von Facebook so ein bisschen vertraut ist, weiß man, okay, Facebook hat einfach langfristig was ganz anderes vor, als Hardware zu verkaufen. So, ne? So. Ja gut, auch nicht nur das mit deinem Zimmer, es passt ja generell, wenn du sagst, okay, gut, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber in meinem Bekanntenkreis sind eher weniger Leute noch auf Facebook unterwegs. Ja, das heißt, du tauschst dich weniger bei Facebook aus, du postest Ja. weniger auf Facebook. In meinem Fall, ich habe letztens, boah, war vor 1, 2 Wochen oder so, habe ich das erste Mal seit einer Ewigkeit wieder in die App reingeguckt, weil ich nach irgendjemandem gesucht habe. Und dann geht Facebook natürlich auch einen Haufen Informationen flöten, ne? Und wenn sie jetzt aber anfangen, eine neue, vielleicht interessantere Plattform für den Austausch darzustellen, das ist dann natürlich eine Art für die, wieder an User ranzukommen und dementsprechend halt auch an die Daten. Und klar, da kommt dann eben noch alles dazu, was du eben gesagt hast. Ich meine, das Ding ist ja auch mittlerweile Facebook, ja, also ist bei mir im Umfeld genauso, dass es weniger Leute aktiv nutzen. Du bist irgendwie bei Facebook noch registriert, ich ja genauso. Aber auf der einen Seite, ich nutze Facebook tatsächlich täglich, allerdings niemals zur Kommunikation. Und ich weiß, dass das nicht die gesundeste Art und Weise ist, sich so zu informieren. Ich nutze Facebook tatsächlich einfach für Nachrichtenüberblick. Ich habe einfach sämtliche Online-Zeitungen etc. pp. Oder Leute, die ich interessant finde, folge ich auf Facebook oder irgendwelche Organisationen oder sowas, ähnlich wie eben bei Twitter auch. Und mir ist natürlich bewusst, dass ich mich da in einer absoluten Filterblase einfach befinde und genau weiß, also deswegen, ich like auch keine Artikel oder sowas, ne? Das mache ich eher bei Twitter, als ich das bei Facebook mache. Deswegen würde ich auch Twitter noch eher als krassere Filterbubble bezeichnen als jetzt beispielsweise Facebook. Aber sobald du ja irgendwie ein Like irgendwo machst bei Facebook, wird ja das komplette Zeug, was dir ja irgendwie als, ja, hier, das interessiert dich vielleicht auch, wird ja so krass auf dich personalisiert, dass du dich einfach die ganze Zeit eigentlich nur in einem informellen Kreis bewegst und gar keine Kontrameinung irgendwie mehr kriegst, so, ne? Sondern du wirst ja nur noch bestätigt in deiner Meinung. Und das halte ich halt für ziemlich gefährlich. Deswegen ist es halt immer sehr, sehr wichtig für die Leute, die das vielleicht jetzt bewusst, sich dem gar nicht so bewusst waren, sich immer auch mal auf Seiten bewegen oder Artikel lesen etc. pp. Oder Beiträge angucken, die mal nicht der eigenen Meinung entsprechen, so, ne? Das ist halt, Richtig, und das auch den Blick, versuchen den Blick, ich weiß, das ist super schwer, versuchen zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück und was ist, wenn der Gegenüber recht hat, so, ne? Das ist halt immer die Sache. Aber ja, wie gesagt, Facebook nutze ich schon ziemlich krass noch, aber wie gesagt, eben eigentlich null zur Kommunikation. Aber da bist du dann wieder bei dem Punkt, ich nutze halt WhatsApp super ich intensiv. wollte es Das gerade sagen, ja, ist halt dafür genauso hat er ja Facebook, ne? WhatsApp. Genau.
Genau, ja. Also ich meine, mittlerweile, es war ja ein Riesenkrampf. Ich meine, wenn man WhatsApp oder Instagram oder sowas halt aufmacht, sieht man ja dann auch direkt, ja, ist Teil von, oder Scheiße, wie steht das da? Ich muss mal kurz Live-Test machen. Gucke ich mal kurz rein. Eine Sekunde. Und jetzt in unserem Podcast für Sie ein Live! Ja. Live-Test. Ein Lifehack. Und zwar, warte. Ich Live weiß. aus Williams Wohnzimmer. Nee, ich bin natürlich im Arbeitszimmer. Im Oh. Workroom. Instagram. From Facebook steht unten drunter. Aber das war doch so eine super lange Debatte, dass sie das angeben mussten, welche Apps alle zu Facebook gehören. Weil es ja ganz lange vielen gar nicht klar war, dass WhatsApp zu Facebook gehört, Instagram zu Facebook gehört, dann natürlich die Facebook-App, die Messenger-App etc. pp. Und das sind halt alles so Faktoren. Oh, das ist auch so ein Thema, da könnte ich mich ewig drüber unterhalten. Hast du wenn ich das jetzt gerade anschneide, die Sache verfolgt, wo die Gaffer-Unternehmen, also für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Gaffer sind, die Silicon Valley-Konzerne, also Google, Amazon, Facebook, Apple und dann kann man noch Microsoft beispielsweise dazu zählen, wo die vor dem Supreme Court oder jetzt vorm Kongress aussagen mussten. Hast du das mitgekriegt? Ich hab's nur ganz, 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 ganz grob, weil ich weiß nicht, ich hab's nur mal kurz gelesen, hab mir das dann irgendwie für später und dann hab's Genau so. vergessen. So ging es bei mir auch. Dann hat allerdings, haben das zwei Leute in einem Podcast, haben das komplett auseinandergenommen, den ich halt höre. Und das fand ich super, super spooky, wie krass weit hinten die amerikanische Regierung gegenüber den Silicon Valley-Konzernen ist. Du merkst einfach, okay, die Silicon Valley-Konzerne, die sind irgendwie in ihren Sachen, die sie vorhaben, so gefühlt einfach so ein Jahrzehnt weiter. So, und die Regierung hat einfach, oder generell Kongress, hat einfach unfassbar Schwierigkeiten, das einzufangen, also Gesetze zu entwerfen, dass deren Geschäftsmodelle nicht mehr so funktionieren, wie sie jetzt sind. Aber das basiert auf Sachen, wo sie sagen, okay, sie haben hier vor 3 Jahren, sie haben hier vor 2 Jahren und die sind aber schon in ihrem Plan, den die vorhaben und auch in ihrem Tun schon so viel weiter. Wo du einfach merkst, dem Kongress oder einfach den amerikanischen Institutionen fehlt jegliche Mittel, denen fehlt auch Know-how ohne Ende, dass sie gegen diese Konzerne einfach vorgehen können, weil du hast halt eine ultra krasse Monopolbildung in vielen Bereichen. Und die haben das in dem Podcast super gut beschrieben. Es ist im Prinzip so dieser, so Internet ist halt Wilder Westen jetzt gewesen, so diese ganze Digitalisierung und jetzt hast du halt so diese in den verschiedenen Bereichen so diese krassen Monopole sicher oder Oligopole, je nachdem wie du es nennen willst, die sich jetzt halt da rausgebildet haben, ne? Und das ist halt im Silicon Valley sind das halt die großen Konzerne. Und man muss halt einfach mal drüber nachdenken, inwieweit man sich einem der Konzerne entziehen kann, wenn man sich im Internet bewegt. Es geht nicht. Du kannst so, also wenn mir irgendjemand erzählt, irgendwie, ja, dann nutze es halt nicht. So, das finde ich halt kein stichhaltiges Argument, weil du kannst, besonders unsere Generation, in unserer westlichen Welt, du kannst dich überhaupt nicht dagegen wehren, diese Dienste zu nutzen. Nee, Also, also allein wenn das du ja. irgendwie, ich weiß nicht, sagt, wenn der Ghostery was sagt oder allgemeine Adblocker, allein Ja. egal auf welche Seite du gehst, du hast fast immer bei diesen ganzen Blockern irgendwo in der Liste, wenn du das dann mal aufmachst und dir anguckst, was wird da gerade überhaupt blockiert, da steht fast immer Google Analytics dabei. Da Ja. kommst du gar nicht drum rum. Selbst wenn du jetzt Yahoo oder Bing benutzt, sobald du auf einer Seite landest, ist da Google Analytics dabei und kannst quasi aufs komplette Internet verzichten. Ja, genau, das ist halt das, ne? Es ist halt so komplett durchgezogen und die haben halt, ich hatte da so ein bisschen diesen Vergleich gezogen. Sie haben halt diese Infrastruktur im Internet privatisiert. So, ne? Du hast halt, die ist in der Hand von privaten Konzernen, wie du das jetzt gerade mit Google zum Beispiel ganz gut beschrieben hast. Und ist im Prinzip so ein bisschen dieser Vergleich, korrigier mich, wenn ich da jetzt falsch liege, wie mit dem Schienennetz. So, ne? Du kannst halt sagen, okay, das Schienennetz gehört uns allen. Und wer da drauf fahren will, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme den Google-Zug. Darf ich das selber entscheiden oder ich nehme den Yahoo-Zug, so nach dem Motto, ne? Welches Unternehmen mir eben am besten gefällt, so von mir aus.
Und der Google-Zug sagt zum Beispiel, ja, du darfst, bei uns darfst du umsonst mitfahren, du musst aber nackt in den Zug einsteigen. So Und nach wir haben dem Kappen Motto. auf jeder Tür. Und genau. Und keine Ahnung, dann kommt Zug XY, die sagen einfach, ja, wenn du bei uns mitfahren willst, musst du 10 € bezahlen. So, ne? Also, wenn du es irgendwie mal so ein bisschen verbildlichen willst, so, ich hab da noch kein, noch kein gutes, keine gute Metapher gefunden, wo ich sage, die ist richtig gut griffig, aber es ist so im Prinzip diese Metapher zieht auch noch nicht richtig, weil eben das Schienennetz Google gehört. So, weißt du, wie ich meine? So. Du kannst dich einfach nicht entziehen, egal wo du hingehst, es ist, wie du sagst, Google ist immer dabei. Ja gut, aber weil du jetzt eben gesagt hast, die Amerikaner, das hatten wir selbst in Deutschland schon, als es bei uns die große Debatte mit den Streamern gab, wo es da um Rundfunklizenzen und so weiter geht, wo einfach, zumindest meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler anderen nach, nicht das Problem war, dass die Politiker irgendwie den YouTubern und Twitchern ans Bein pinkeln wollten, sondern dass sie einfach nicht verstanden haben, um was für Technik es da geht und dass es einfach kein Gesetz gibt, das auf diese Technik ausgelegt ist, obwohl es die jetzt auch schon seit wie vielen Jahren gibt es schon Twitch und von YouTube brauchen wir gar nicht anzufangen, ja. Ja, Also das Krasse ist halt, jetzt mal ohne Witz, ich habe da letztens wieder dran denken müssen, wo ich 5 Minuten Harry Podcast von Cold Mirror geguckt habe. Die neueste, oh, die war übrigens super lustig, diese Quidditch-Ausgabe. Hast du schon gesehen? Nein, tatsächlich, Oh, ich habe guck dir es an, die super. Version davor gesehen und Ja. dachte, die Quidditch-Ausgabe hebe ich mir jetzt noch ein paar Tage auf. Anyway, aber da habe ich halt so überlegt, wo ich sage, ey, ich war bei Cold Mirror Abonnent, da hatte sie, ich glaube, 10.000 Abonnenten auf YouTube. Das musst du dir mal überlegen, wie lange das schon her ist. Ja. So, wenn du auf YouTube 1.000 Abonnenten hattest, warst du der Star auf der Plattform. So, das war halt ultra krass. Aber ja, wie du schon sagst, so, ne? Ich meine, die Technik gibt es halt nicht erst seit gestern. Und es zieht sich ja in jedem Land durch, dass da einfach die gesetzlichen Gegebenheiten zu irgendwie. Ich weiß nicht. Es scheint irgendwie immer noch nicht richtig angekommen zu sein, dass da auch gewisse Gesetze zu gemacht werden sollten. Ja, ich glaube, da fehlt es einfach an Know-how, hauptsächlich in den Gremien, die das entscheiden könnten oder die Macht dazu hätten, da was zu machen. Und ich meine, hast ja bei der Debatte jetzt um Artikel 13 und sowas, hast du das ja mitgekriegt hier, dass da einfach unfassbar viel, also so in den grundlegendsten Dingen einfach so viel Unwissen dabei ist. Und ja, die Leute treffen dann halt die Entscheidung, ne? Da, gut, brauchen wir jetzt nicht ausholen, die. Ja, nee, dann steigt mein Blutdruck auch nur Ja, da wieder, weißt du, war weil ich gerade. gerade als ITler, wenn du denen dann zuhörst, weil tatsächlich einer der größten Bereiche, die du als ITler am Anfang ja lernen musst, sind rechtliche Sachen wie Datenschutz und so weiter. Ja. Und also wenn ich den, ich bin teilweise vorm Fernseher wie Rumpelstilzchen auf und ab gehüpft, wenn ich mir angehört habe, was die da von sich gegeben haben. Und das, nein, da geht nur mein Blutdruck wieder an die Decke. 200 Puls habe ich. Bald. Nee, dann lass uns das Thema wechseln, auf jeden Fall. Also wir sind jetzt von Neuralink über soziale Netzwerke bis sonst wohin gekommen. Spannend, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, Neuralink, um nochmal das erste Thema aufzugreifen. Wie gesagt, ich finde es faszinierend, was geht so, ne? Aber es ist super gefährlich, wenn du das falsch in den gesellschaftlichen Kontext dann anfängst einzuordnen oder darüber nicht debattiert wird, um es mal so zu beschreiben, sondern man einfach sagt, ja, lass den Elon mal machen, der macht das schon. So, Ja, das. aber sehen wir es doch mal. Also wenn ich versuche, es realistisch zu sehen, ja, und ich versuche so ein bisschen in die Zukunft zu sehen und mir das vorzustellen, dann sehe ich eher die Leute über ihre eigenen Augen ihren neuen Instagram-Stream aufnehmen, als dass damit Unfug angestellt wird. Ja. Weißt du, dass du dann, hey, guck mal, in meiner Story ist wieder was, was ich aufgenommen habe. Und dann hast du einfach den Livestream aus den Augen oder keine Ahnung was, oder jemand, der einen Snapshot mit seinen eigenen Augen gemacht hat. Also ich glaube, so das Verhältnis zwischen bösen Dr. Evilen, die dann den, keine Ahnung, Neuralinkinator bauen, So zu Leute wie Leuten, wir, ja. einfach, keine Ahnung, für alltägliche Dinge nutzen, ist, ich meine, das hat bei Handys gab es ja ähnliche Diskussionen, ja, dass das so schlimm und keine Ahnung was ist. Und jetzt guckst du dir an, Handys werden hauptsächlich von meiner Schwester benutzt, um sich ein neues WhatsApp
WhatsApp-Profilbild zu erstellen und ich als Informatiker gucke nur auf mein Handy, wenn es unbedingt sein muss. Das Ding ist tatsächlich, also ich habe jetzt in den letzten Wochen schon eine starke Handyabhängigkeit bei mir bemerkt, wo ich irgendwie sage, okay, ich muss mir jetzt irgendwas mal einfallen lassen, dass ich das reduziere. Also ich merke irgendwie, ich gucke so oft auf mein Handy, wo ich mich dann einfach mal bewusst, warum gucke ich jetzt hier eigentlich drauf? So, ich hab weder was ich wissen will, sondern einfach dieses pure Konsumieren, ist das so, weißt du? So dieses, also Nachrichten konsumieren, jetzt nicht im Sinne von, ich gehe jetzt einkaufen oder so, sondern du scrollst einfach irgendwo lang und sagst, interessant, so nach dem Motto, ich verpasse was, so. Das ist jetzt bei mir in letzter Zeit ziemlich häufig. Ich versuche jetzt einfach einmal zu sagen, okay, es ist super schwer umzusetzen, weil bis jetzt halte ich es überhaupt nicht durch. Einfach zu sagen, okay, ich habe halt gewisse Handy, wie Handyzeiten sozusagen, wo du dann einfach sagst, so, ich gucke jetzt zum Beispiel nur ins E-Mail-Fach morgens um 9, um 3 nochmal und dann abends um 6 oder sowas halt, weißt du, aber oder auf Twitter oder sowas. So, Social Media frisst richtig Zeit. So, das ist halt echt krass. Also Twitter ist da ganz gefährlich bei mir, das habe ich jetzt einigermaßen einschränken können. Weil du verlierst dich dann halt eben so, weißt du? Das ist dann, wo du eigentlich sagst, guckst eigentlich nur kurz drauf und dann wolltest du eigentlich was ganz anderes machen. Und da muss ich mir echt natürlich noch was einfallen lassen. Wenn ein Zuhörer einen Tipp hat, wie man das machen kann, gerne melden. Ja, aber auch wenn, klar, das viel damit zu tun hat, dass unser Hirn so einen Bildschirm als teilweise deutlich interessanter einstuft als irgendwelche alltäglichen Sachen. Gut, eigentlich ist es ja alltäglich, aber als irgendwelche reellen Sachen, ja. Glaube ich tatsächlich, dass das nicht so viel am Handy liegt, sondern einfach daran, dass jetzt halt das Handy da ist. Also wenn ich mal, keine Ahnung, 10 Jahre zurückdenke, dann hat man halt auch schon mal eine halbe Stunde lang oder eine Stunde lang einfach dumm auf dem Rasen rumgesessen und hat Grashalme zusammengeknotet, weil man nichts anderes zu tun hatte. Ja. Und ob du jetzt eine Stunde lang auf Twitter unterwegs bist und da irgendwelchen Kram liest oder ob du jetzt eine Stunde lang Grashalme zusammenknotest, ja, ich glaube, das ist einfach bloß eine Frage von dem, was einem zum Zeit totschlagen oder sich vor Aufgaben drücken zur Verfügung steht. Ja, das stimmt schon, ja. Gewisse Wahrheit ist schon mit dran, aber ich habe tatsächlich auf Netflix eine Doku gesehen, oh Gott, wie hieß die? The Other Side of Social Media oder so. Habe ich noch nicht gesehen, die Doku, oder ist ein Film oder Doku, eins von beiden. Wird jedenfalls hochgelobt, muss ich mir aber auf jeden Fall nochmal reinziehen. Habe ich auch schon gesehen, habe ich mir auch schon überlegt. Ich bin bei sowas immer so ein bisschen kritisch, weil ich eben, wie gesagt, das Gefühl habe, ob da so wirklich... Ich habe oft, gerade wenn es um Statistiken geht, so wie viel hängen wir am Handy, wie böse sind Handys und so, habe ich immer genau diesen Gedanken so, ja, okay, aber ist es denn jetzt wirklich die Schuld von dem Handy oder einfach daran, dass ich mich versuche, die Möglichkeit vor meinem Podcast zu drücken? Ja. Ja. Weil... ganz ehrlich, so blöd und abgedroschen das jetzt klingt, ich kann mir halt vorstellen, dass Bücher, nachdem Johannes Gutenberg seine Maschine da erfunden hat, genauso blöd angegafft wurden wie heute das Handy. Ja. Gut, es ist unwahrscheinlicher, dass du überfahren wirst, weil du mit einem Buch über die Straße fährst und die Kutsche mit dem Handy. Über die Straße mit dem Buch über die Straße. Und die Kutsche dann, weißt du, und die Pferde wirren und Tod und Verderben. Ja. Ja. Aber ich denke, an sich ist das, ich meine, es gab ja auch schon Witze in Family Guy und so weiter, wo es dann eben darum ging, dass eben genau die Sprüche, die heute zu Handys kommen, dann zu Gutenbergs Zeiten angeblich dann über Bücher und sowas kommen. Also wo es auf jeden Fall nachgewiesen ist, ist beim Roman und bei Comics. Da gab es genau die gleiche Debatte im Sinne von, also auch was VR angeht, einfach weil es neu ist, so, ne? Und die Leute einfach mit der Möglichkeit noch nicht so vertraut sind, da wird es erstmal irgendwie, okay, kenne ich nicht, mag ich nicht, ne? So. Und wie gesagt, bei Roman und sowas, da gab es eine riesen, fand ich, das musste mal, gibt es so interessante Zeitungsartikel darüber. Steht dann zum Beispiel drin, dann, also hier Krimi-Romane oder sowas, ne? Wo das dann da losging. Ja, die Leser, die werden da, das wird viel zu immersiv, in was sie sich da reinversetzen. Und dann kann man ja die Beweggründe des Mörders nachvollziehen und dann fängt man selber an zu morden und so Zeug dann halt. Ist im Prinzip, ja. Brutale Kinderspiele. Ja, genau, so nach dem Motto, ne? Und denke ich mir halt auch, immer erstmal, ich will nicht sagen, abwarten. So. Man muss auch immer gewisse Gefahren bei neuen Technologien auch immer sehen. Eine VR-Brille ist kein Buch, das ist nun mal so, klare Sache, aber ich kann doch nicht dann immer gleich einfach sagen, okay, weil ich mit dieser Technik schlechte Sachen machen kann,
heißt das nicht, dass die Technik an sich schlecht ist. So, ne? Ja. Das ist halt immer Ich die meine, wenn du Sache. heute mit einem Buch im Bus sitzt, dann wirkst du arm, aber gebildet, ja. Und dann ist scheißegal, ob auf dem Buch vorne eine kleine Geschichte der Zeit von Stephen Hawking draufsteht Ja. oder ob da Harry Potter und der Stein der Weisen draufsteht, ja. Aber Harry Potter und der Stein der Weisen ist cool. Nicht auch mal, ich muss die echt mal wieder lesen, die Harry Potter Bände. Das hatte ich dieses Jahr wirklich vor. Den ersten Teil schaffe ich tatsächlich in 2,5, 3 Tagen so. Der ist ja wirklich, der lässt sich auch super lesen so, ne? Ist ja. Aber oh, Teil Leichte 5. Kost, wenn man Herr der Ringe gelesen hat. Sehr, sehr leichte Kost. Ja, das Ding. Ich bin jetzt bei Herr der Ringe. Ich mache jetzt jeden Abend ein Kapitel. Ich bin jetzt immerhin mitten im dritten Teil, ja? Also Oha, dann hast du mich bald eingeholt. Rückkehr des Königs jetzt, ne? Aber es ist, boah, ey, dieses, da muss ich jetzt mal ein bisschen aus dieses. Du hast mich ja da getriggert, so, ne? Bei der Ausgabe, die ich hier habe. Das ist ja die mit den Illustrationen. Also alle drei Bände sind in einem In Buch, einem, genau, genau, ja. in einem Band und mit Illustrationen von einem der Illustratoren von den Filmen sozusagen, ne? Diese sind damit eingearbeitet. Kommen so schätzungsweise so alle 50 Seiten immer mal eine Illustration, würde ich jetzt mal so in den Raum schmeißen. Kommt hin ungefähr, ne? Und es ist halt, also Herr der Ringe ist einfach, ist mega. Es ist halt wirklich einfach so geil, das zu lesen. Ey. Es macht immer, vor allen Dingen halt, wir hatten ja schon mal drüber geredet in einem der letzten Podcasts. Guck mal, ey, wir haben jetzt so lange nicht aufgehört, ich habe immer noch nicht Herr der Ringe durch. Ne? Wir haben, glaube ich, beim letzten Podcast auch schon drüber gelesen. Ja gut, Unfassbar, bei ey. mir geht es ja genauso. Ja, ich Du meine, liest gut, ihn da auch hat auf jetzt Englisch, halt. oder? Ja, ich lese ihn auf Englisch. Ja, ich lese halt auf Deutsch, ne? Gut, aber ich muss auch dazu sagen, in der Kindle-Ausgabe. Das heißt, wenn ich ein Ach Wort nicht so. verstehe, muss ich bloß kurz drauf Ja, tippen und gut. dann kriege ich in 60% der Fälle dann einen Wörterbucheintrag. In den Ja. anderen 40 sind es irgendwelche Tolkien-Spezialwörter, die, keine Ahnung, wo du Ja, zehn aber Jahre lang Sprachen studiert haben musst, um das Wort zu was, ja. verstehen. Okay. Ja, aber das ist, also, wie gesagt, ich lese es halt so und ich kann mir, also wie gesagt, ich verstehe halt dadurch die Filme auch nochmal, weil ich glaube wirklich, Peter Jackson hat sich einfach das Buch genommen und sagt, ja, ich schreibe kein Drehbuch, das ist das Drehbuch. So. Nee, Und, die haben, ja, ich weiß, was du meinst, die haben sich schon viel Mühe gegeben, aber das finde ja. ich auch cool am Herr der Ringe. Die haben es geschafft, irgendwie so die Balance zu halten zwischen, okay, wir müssen ein paar Sachen ändern. Zum Ja, Beispiel ganz am genau. Anfang, wo erklärt wird, dass Sauron den einen Ring geschmiedet hat und die freien Völker Mittelerdes verraten hat. Ja, Das ist ja das. so im Buch gar nicht drin, da kommt das nach und Genau, nach. Ja. genau, genau. Das wird Solche ja Sachen aus haben dem sie dann. Kontext erschließt sich dir das dann später, genau. Genau, und solche Sachen haben sie für den Film ja zum Beispiel ergänzt. Die haben aber auch andere Sachen, ja, die im Buch relativ wichtig sind, in den Film aber nicht reingepasst haben, die. Da steht teilweise einfach jemand im Hintergrund oder so. Und dann Genau. Aber du siehst ja, ja, das ist die Person. Ja. ja, dann hast du, ja, genau solche Sachen, ja. Das ist ganz cool. Ich hatte ja auch mal angefangen, so für mich, weil ich das von Cold Mirror so geil fand, einen Herr der Ringe-Podcast zu machen. Und allein ganz am Anfang, was mir da schon alles in den ersten paar Minuten aufgefallen ist, ja, Ja. wo du denkst, so als Leser, so, oh mein Gott, ich weiß, wer das ist, ja. Und. Aber in den Filmen ist es halt drin, aber es wird nicht erklärt. Ja, das ist cool, weil du kannst es dir als, so wie wir damals, ich habe gar keine Ahnung, was da überhaupt auf mich zukommt, angucken. Du kannst es dir aber auch als Kenner von den Büchern noch angucken. Ja, das ist halt einfach mega geil. So, das muss ich halt wirklich sagen. Also, wie gesagt, größter Filmepos, ihr wisst Bescheid, Leute. Wir sagen es jede Podcast-Folge. Ist und bleibt Herr der Ringe. Nee, Thema Filme. Hast du Tenet gesehen? Den Sagt neuen, mir, der glaube neue ich, nicht. Film, der neue Film von Christopher Nolan? Nee, sagt mir, glaube ich, nicht mal. Junge! Wie Zieh heißt dir der? Tenet. Tenet. Also für die Boah, Leute, gerade. die. Ja, Ich habe Chris. tatsächlich noch nicht mal das Schaubild oder Plakat oder Summer. so gesehen. Das ist, glaube ich, der Film, der dieses Jahr die Kinos retten sollte. Aufgrund von Corona. Aber, also ich fand ihn, guck ihn dir einfach an. Ich will dich jetzt nicht großartig spoilern. Ich fand ihn ziemlich gut. Es ist nicht der beste Christopher Nolan-Film. Ich weiß nicht, welche hast du von ihm gesehen? Interstellar und sowas hast du bestimmt geguckt. Den haben wir zusammen geguckt, Interstellar. Genau. Und Dings hast du doch auch gesehen, hundertprozentig. Inception? Ja, war ich Genau. aber extrem. Tatsächlich habe ich Inception erst vor 2, 3 Jahren oder so das erste Mal gesehen. Okay.
Und der ist ja immer so gehypt worden. Und dann habe ich mir den angeguckt. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass der mir immer als so super mindblowing oder so vorher beschrieben wurde. Aber als er zu Ende war, kam ich mir ungefähr so vor wie am Ende vom dritten Matrix. So. So, ja, verstehe, ja. Aber, ne, also ich finde, bei Inception, es ist nachvollziehbarer. Ich kann verstehen, wenn man sagt, okay, ich müsste ihn jetzt nochmal gucken, weil du gewisse Sachen dann einfach nochmal anders begreifst. Die Idee bei Inception war auf jeden Fall nachvollziehbarer, als es bei Tenet war, weil Tenet bricht mit der typischen Filmerzählweise sehr stark. Und da will ich jetzt, weil wenn ich jetzt sagen würde, was der Film macht, spoilere ich dich halt schon. Und von Und jeden anderen, daher, der uns und dazuhört. jeden anderen, der zuhört. Aber guck ihn dir an, wenn du die Gelegenheit hast, auf jeden Fall. Also ich fand's richtig gut. So, also wie gesagt, es ist nicht der beste Christopher Nolan-Film. Ich kann auch viele Kritikpunkte, die man an den Film hat, absolut verstehen. Aber ich fand's einfach ein total tolles Kinoerlebnis, muss ich wirklich sagen. Ja, aber gut, Ich weiß mit der kurzer Sache. Ausflug. Weil Nenne wir ich es das. gerade von Büchern hatten, da fällt mir zu unserem ersten Thema noch was ganz Lustiges ein. Und zwar lese ich gerade mal wieder von Christopher Paolini die Eragon-Bücher. Deswegen ist auch extra, weil wir es von Büchern hatten, nicht weil wir es von Filmen hatten, Ja. nicht verwechseln. Ne? Das eine ist gut, das andere Ist lässt man die Finger von. böse. Und tatsächlich bei der Neuralink-Sache, da ging es ja auch viel, wo sie dann darüber erzählt haben, dass bei verbaler Kommunikation ja relativ viel verloren geht, weil wir ziemlich damit beschäftigt sind, unsere Gedanken in Worte zu fassen und andersrum auch uns zu überlegen, was meint mein Gegenüber mit dem, was er gerade gesagt hat. Ja? Ja, Gut, aber das ist von Person zu Person nochmal anders, da spielt ja dann auch aber sowas wie Mimik und sowas noch ganz viel mit rein. ja klar, aber so letzten Endes, wenn wir versuchen, irgendwas, was wir im Kopf haben und unser Lieblingsbeispiel, ich weiß nicht, wie oft wir da allein mit Thomas drüber geredet haben. Ich habe gerade so eine geile Szene im Kopf, wenn ich die einfach irgendwie auf den Bildschirm bringen Ja, könnte. Ja. ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja. Und darum ging es dann auch in dem Vortrag, weißt du, dass du einfach rohe, ungefilterte Gedanken übertragen kannst, statt sie erst in Worte oder in Bilder oder sonst wie verpacken zu müssen. Oder dass, wenn du irgendwas Tolles im Kopf hast, du nicht erst 5 Jahre lang richtig malen lernen musst, um das irgendwo auf den Screen draufzubringen oder so. Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil es dann auch um so Sachen ging wie Kunst, die durch die Gedanken geschaffen wurde. Und man kann dann mit Leuten reden und so weiter, wo dann viele ja auch sagen, okay, gut, aber was ist mit meiner Privatsphäre und so weiter. Und das fand ich extrem lustig, weil tatsächlich auf gerade diese Punkte in Eragon extrem viel eingegangen wird. Weil da ja Eragon ist ja jetzt auch nicht so jung mehr, oder? Wann wurden die geschrieben? Das ist tatsächlich schon eine Weile her. Ich google mal schnell. Jetzt So. erstmal wieder den bösen Google-Konzern hier bedienen, Philipp. Das finde ich nicht okay. Ich suche mal schnell im Internet mit einer nicht erwähnten Genau. Im Programmierstelle. Internet. Genau. 2006, das heißt, das Buch ist mittlerweile auch schon 14 Jahre alt. Junge, Junge, ey. Ja. Und ich fand das ganz lustig, weil eben, wie gesagt, so Sachen wie, die können. Gut, im Fall von Eragons Drachen Saphira ist das jetzt nicht der Fall. Die kann nicht normal reden, aber eben auch Leute, die normal miteinander reden können, aber auch im Geist miteinander durch ihre Magie reden können, wo es dann auch darum geht, ja, okay, ich könnte mich jetzt theoretisch mit jedem hier im Raum nur über Gedanken unterhalten. Es ist aber ein absolutes soziales No-Go, jemand anderen ohne richtigen Grund oder ohne, dass man sich extrem nahe steht, zu berühren, weil das einfach so eine intime Berührung ist und das einfach in normalem sozialen Umgang absolut nichts zu suchen hat. Ja. Ja. Und dann auch so Sachen wie, ohne spoilern zu wollen, für Leute, die es nicht kennen, vielleicht gerne mal lesen möchten, Eragon lernt später auf magische Art und Weise Bilder zu malen, weil in Eragon ist ja die Grundregel der Magie, alles, was du mit Magie machst, verlangt deinem Körper genauso viel ab, wie wenn du es manuell gemacht hättest. Ja. Und malen ist logischerweise was, das kostet nicht viel Kraft. Das ist nur viel Aufwand und du musst das können. Und dann kriegt er da so eine Tafel, die ist mit Farbpigmenten bearbeitet und so. Und dann kriegt er einen Zauber beigebracht, mit dem er einfach das, was er sich gerade vorstellt, auf diese Tafel bringen kann. Ja. Und das fand ich halt saulustig, weil da ist dann dieser Kunstaspekt drin, da ist dann der Aspekt mit dem, wann gebe ich meine Privatsphäre auf, welche Vorteile habe ich durch geistige Kommunikation. Und viele von den Themen, die jetzt durch Neuralink aufkommen, sind einfach in diesen Büchern schon relativ stark diskutiert worden. Zwar alle zwischen den Charakteren, die von Paulini selbst erfunden wurden, aber das hat viele, viele wichtige Ansätze drin.
Und zu guter Letzt ist mir dann noch ein großer Vergleich eingefallen, weil es heißt, ja, einer hat zum Beispiel, die haben dann Twitter-Fragen vorgelesen und da kam dann von einem die Frage, wenn ich mir einen Neuralink kaufe und einsetzen lasse, kann ich damit über meine Gedanken meinen Tesla herbeirufen? Ich fand auch bei den Twitter-Fragen ziemlich geil, da hatte doch einer so richtig penetrant oder sie kam richtig oft vor, die Frage irgendwie bei E-Sport, wie gut man das bei E-Sport nutzen kann, das Neuralink, wo man einfach sagt, ja, bin ich dann schneller als mit Maus und Tastatur und so ein Zeug, wenn ich mir so einen Chip einpflanzen lasse, wenn ich irgendwie ein StarCraft-Match mache oder so, irgendwie sowas war, also kam auch super oft vor, wie man das im E-Sport einsetzen Ja, kann. ist ja auch sauverständlich, Ja, ja, na weil klar, ich verstehe es Maus schon, aber. sind ja quasi nur ein Interface, um irgendwie unsere Gedanken an den Computer zu kriegen. Und die müssen Genau. halt in Bewegungen umgewandelt werden. Ja, da kommt unsere Nervenleitgeschwindigkeit, da kommen unsere Muskelreflexe und so weiter. Das wird dann an Maus und Tastatur weitergegeben und die geben es an den PC weiter. Ja, also ist eigentlich total umständlich, wenn du so drüber nachdenkst. Und eine direkte Schnittstelle wäre ja viel schneller. Ja. Und da habe ich mich dann kurz gefragt gehabt, so ja, aber okay, also ich sehe jetzt ein, dass jemand, der extrem technisch versiert ist, ja, und relativ geradlinig denkt, also eine sehr, sehr logische, sehr technisch versierte Person, die kriegt das wahrscheinlich gut hin. Ja. Die kann sich auf das konzentrieren, was der PC machen soll, und der macht das dann. Aber wenn du das jetzt irgendwie jemandem, der so ein bisschen verpeilt, verstreut ist oder nicht so ganz technisch versiert ist, dann wie macht der das? Das ist ja dann kein intuitives Steuern mehr. Und dann ist mir nämlich auch wieder Eragon eingefallen, weil da gibt es mal eine sehr lange Unterhaltung darüber, dass man Zauber eigentlich ohne Worte wirken kann. Dass aber, wenn du jetzt beispielsweise Holz anzünden willst und du denkst dabei kurz an die Person, die neben dir steht und du benutzt keine klaren Worte, kann es dir passieren, dass du die Person anzündest statt dem Feuerholz. Ja? Weil einfach deine Gedanken abgeschwiffen sind. Und genau das Thema hast du ja theoretisch bei dem Neuralink dann auch. Ja? Wenn ich jetzt gerade an irgendwas denke, ja. Ich denke zum Beispiel, keine Ahnung, mein kleiner Bruder läuft durch die Wohnungstür, die ist elektrisch gesteuert. Mein Neuralink ist mit dem Haus verbunden und ich denke, wie witzig es wäre, wenn sie genau in dem Moment zugeht, wo noch er seinen Fuß noch gerade durchzieht. Ja. Mein Hirnimplantat sieht das als Befehl an und macht die Tür so zu, dass mein Bruder voll auf die Fresse fliegt, weil sein Fuß noch in der Tür steckt. Ja. Das sind alles so Sachen, wo ich dachte, okay. Und da hast du dann auch in Eragon schon die Lösung, weil sie eben ganz klar sprachliche Befehle quasi nutzen, ja. Das, klar, bei denen heißt das Zaubersprüche und nicht Sprachbefehle, beziehungsweise Gedankenbefehle in dem Fall dann, ja. Aber du hast dann halt eine klare Struktur, wie du es schaffst, einen Einfluss, den du allein mit deinen Gedanken ausüben kannst, irgendwie in gerade gelenkte Bahnen zu bringen. Und ich fand das so unglaublich faszinierend, dass ich mir diese Livestreams angucke, dann YouTuber, die darüber reden oder Artikel dazu lese und einfach so viele Themen aufkommen, die in einem Fantasy-Roman für Kinder, der damals von einem 15-Jährigen geschrieben wurde, schon aufgefasst wurden. Ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Das fand ich super geil. Ja, ich finde es generell immer so. Also, wie gesagt, du kannst da auch über. Auch was im, beim Herr der Ringe, wenn ich den lese, irgendwie manchmal so, liest das so durch und merkst halt ganz genau, welche gesellschaftlichen Einflüsse da irgendwie mit reingespielt haben und sowas dann, wenn du anfängst drüber nachzudenken. Aber mache ich beim Herr der Ringe tatsächlich. Ungern, muss ich sagen, weil ich mich so einfach so wohl in dieser Mittelerde-Welt fühle, dass so ich sage, nee, ich will jetzt einmal bleiben, lass mich in Ruhe. Ja, nee, ist schon. Aber ich finde es genauso faszinierend. Also wie gesagt, ich finde es halt auch, um nochmal bei Neuralink einzuhaken, wie viel Sachen einfach auch jetzt einfach debattiert werden, wo du einfach sagst, okay, da ist man halt vielleicht schon ein bisschen mehr im Thema drin oder so, weil man es einfach von Computerspielen schon irgendwie mal kennt. So, also entweder ist es in Form von einer Story aufgegriffen worden oder es hat direkt mit der Erschaffung von Videospielen zu tun, etc. pp. Also wenn ich jetzt an Mass Effect oder sowas halt zum Beispiel denke, was da mit der, wie du über. Wie hießen diese Roboter gleich, über die du dann entscheidest, ob die leben dürfen oder nicht, zum Meinst du Beispiel. die Kerl? Das Die, ja, zweite? genau. Wo der Legion hier auch dabei einer davon ist. Ja.
Also das sind halt lauter so Gedankenspiele, wo ich mir halt einfach denke, ich finde es einfach faszinierend, sich mit so Gedankengängen einfach auseinanderzusetzen. Und in gewisser Weise, wie gesagt, so diese ganzen Fragestellungen, wir sind halt, aufgrund der wir uns halt auch viel mit Science Fiction und sowas ja auch auseinandersetzen, irgendwo schon mal mit so einer Sache halt konfrontiert worden. So, ne? Heißt jetzt nicht, dass wir uns ganz tiefgehend darüber Gedanken gemacht haben, aber du merkst halt schon, okay, wir haben halt hier und da schon mal Berührungspunkte einfach gehabt, ne? Die Ja. sind einfach schon da. Ja, ich muss gerade an eine Szene, Gott, das ist jetzt, keine Ahnung, bald 10 Jahre her, da saßen wir bei unserer lieben Sozi-Lehrerin, die du später auch hattest. Ich weiß nicht, ob sie so recht ist, wenn ich jetzt ihren Namen erwähne. Im Grüße gehen Sozi-LK in der raus. Oberstufe. Und ich und zwei Klassenkameraden waren damals sehr, sehr, also ich bin es heute noch, aber damals war es halt noch aktiv Thema, da lief das auch noch im Fernsehen, heute weiß ich es gar nicht mehr. Große Fans von Stargate. Und dann hatten wir es halt von verschiedenen Gesellschaftstheorien von Rousseau und, siehst du, ich vergesse schon die Namen. Und dann ging es bei dem einen darum, dass immer alles so gemacht wird, wie es für die Mehrheit am besten ist und so weiter, dass das ja aber gar nicht möglich ist, weil dafür müsste ja immer jeder wissen, was die anderen gerade tun und wollen und so weiter. Und dann melden wir drei uns halt und gucken unsere Sozi-Lehrerin an, die nicht allzu viel mit Sci-Fi oder Fantasy oder auch nur Filmen im entferntesten Sinne gefühlt anfangen konnte. Und meinten dann so, ja, das ist doch genauso wie, also bei den Kollektoren in Stargate würde das dann funktionieren. Die sind ja alle KIs, die in Echtzeit miteinander verbunden sind, egal wo sie sich körperlich befinden. Und unsere Sozi-Lehrerin hat uns angeguckt, als wären wir verrückt, und wir haben uns voll gefreut, dass wir so einen passenden Vergleich hatten. Und der Rest der Klasse hat uns genauso angeguckt, als wären wir verrückt, ja. Und wir haben uns dann nach der Stunde noch drüber unterhalten, und da kamen dann tatsächlich auch so Themen auf, wie ob es nicht irgendwann möglich ist, dass wir mal Hirnimplantate haben, die dann die Kommunikation ermöglichen und so. Und damals wirkte das halt wie absolute Star Trek Sci-Fi, und jetzt reden wir heute drüber. Ja, ich meine, also wie gesagt, so diese kann ich mich auch noch recht gut, so das erste Mal, wo man wirklich aktiv darüber mal geredet hat, zu sagen, okay, irgendwann steckst du dir einfach, keine Ahnung, damals gesagt, so ein USB-Stick irgendwie hinten in den Kopf rein, dann geht's halt ab, so, ne? Wie gesagt, das ist so weit sind wir halt nicht mehr weg, ne? Das ist halt, also wie man denkt, dass man es mal war, so. Ich habe auch als Kind, weiß nicht, ob du dich erinnerst, wenn, oh Gott, jetzt meine tiefsten Kindheitsträume sind wahr geworden während meiner Lebzeit. Ich fand's ich habe als Kind unfassbar gerne Pokémon geguckt, die ersten Staffeln. Und ich fand's immer ultra cool, wenn Ash, sprich der Protagonist für die Pokémon nicht kennen, mit Professor Eich telefoniert hat. Dann war das immer über dieses Bildtelefon, was sie da hatten, ne? So, ich dachte, ey, wie geil wäre das denn eigentlich mal, wenn du dich beim Telefonieren sehen könntest? Also jeder, nicht irgendwie nur so, ja, das ist irgend so eine krasse Funktion, die sind irgendwo an der Uni oder so, oder nur das Militär hat das so nach dem Motto, sondern jeder kann das. Ja, Ja, und dann das ist ja mehr oder weniger in ist der er. Serie eine öffentliche Telefonzelle in einem Genau, Krankenhaus, genau. ja. Und es ist jetzt halt, ja, hast halt Skype und jeder hat halt sein Handy mit und ab geht's, ne? Das ist. Aber es ist krass, ey, wenn ich da zurückdenke, was ich als Kind. Auch, also es war ja wie, wo ich, da habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, wenn du das erste Mal VR auf hattest, und ich da in so einem RPG drin war, also wie oft hat man sich irgendwie vorgestellt, ey, wie geil wäre denn das eigentlich mal, wenn du in dem Spiel drin wärst? Ja, das geht jetzt so. Auch ziemlich gut. So, ja, es ist einfach krass, muss man schon sagen. Also wie gesagt, wir sind jetzt hier auch nicht irgendwie vom alten Eisen oder so, sind ja auch, wir haben ja noch ein bisschen ein paar Jahre vor uns, hoffe ich. Also ich glaube, was wir technisch noch mitkriegen werden, da werden wir Ja, schon, wird auch schon nicht werden. nur technisch. Wurde ja auch immer wieder gesagt, dass wir durch so ein Projekt wahrscheinlich super viel über das eigene Gehirn und Bewusstsein lernen. Und allein das ist ja schon super spannend, weil Ja, du hast ja es kommt generell ja. Neurobiologie ist ja jetzt auch kein super Zum altes Beispiel. Feld so in der Wissenschaft, ne? Wird ja auch erst recht kurz, so intensiv, wie es jetzt ist, erforscht. Ja, aber auch immer noch mit viel Problemen, weil du eben, sie haben immer gesagt, wir hatten bisher nicht die Werkzeuge dafür, ja, weil du müsstest halt wirklich im Hirn selbst Messungen anstellen, um das richtig machen zu können. Und genau sowas kriegen wir jetzt mit sowas quasi an die Hand, ja, weil du dann ganz, ganz andere Messungen vornehmen kannst, ganz andere Messungen speichern kannst und so weiter. Und ich glaube, das wird super spannend, und da passiert auch noch einiges, was wir nicht erwarten, weil
egal, was du dir jetzt, ob du jetzt dir die Videotelefonie in Pokémon anguckst oder ob du dir die Vorstellung von fliegenden Autos aus den 60ern anguckst, es hat sich immer weiterentwickelt, aber Wo nie wir so viel. hingehen, gibt es keine Straßen. Ja, genau. Ja, ich meine, unsere Autos können heute nicht fliegen, ja, dafür sind die, keine Ahnung, um das Wievielfache schneller und besser ausgestattet, als die es in den 60ern waren, ja. Ja, definitiv, ja, auf jeden Fall. Und Ist ja auch einfach effizienter geworden. So, ich meine, wenn du dir Kraftstoffverbrauch und sowas dann halt einfach anguckst, und das wird mit E-Autos und so weiter und so fort, wird es genauso weitergehen. Es ist halt immer so diese, das stört mich auch enorm an dieser Debatte immer, Vergleich, ja, E-Auto und Verbrenner, ja, aber hier mein Diesel, der braucht nur so und so viel. Ich so, ja, aber Dieselmotoren sind auch schon eine ganze Weile erforscht und quasi ausgeforscht auch, wenn man, nennt man das so, keine Ahnung, also fertig erforscht quasi. Du kannst diesen Motor nicht mehr viel effizienter machen. Und bei E-Autos geht halt diese Entwicklung jetzt quasi erst los, in Anführungszeichen. Wenn man jetzt sich ja, halt drauf das ist ja auch ein konzentriert, ganz oft einfach. Argument, wenn es um sowas geht, dass wir einfach, ich meine, Elektromotoren sind heutzutage, wenn nicht viel krasser, als sie es vor, keine Ahnung, 50, 60 Jahren waren, weil man da einfach nicht besonders viel geforscht hat. Und wenn du dir anguckst, wie sich in dem Zeitraum, wie du gesagt hast, allein Dieselmotoren oder generell Verbrennungsmotoren weiterentwickelt haben, mit was für einer Präzision da mittlerweile gearbeitet wird. Uns stehen goldene technische Zeiten bevor, Leute. Wie wir es nutzen, das bleibt uns überlassen. Wahrscheinlich für Aber Spiele, genau. Ach ja. Nee, wird schon richtig cool. So, ansonsten, Philipp, ich würde noch kurz, weil wir jetzt hier einmal ein bisschen über Technik reden, mal kurz über Gesundheit reden. Und zwar, ich habe mir einen neuen Stuhl, wo ich beim Umzug, und einen neuen Tisch gegönnt. Und zwar einmal einen Gaming-Stuhl mit Lendenkissen, weil ich habe tatsächlich gemerkt, ich meine, mit 25 ist man jetzt nicht mehr so der Jüngste. Nee, Quatsch. Aber jetzt mal ohne Witz. Also, wir haben jetzt beide Tätigkeiten, die ja wirklich einen sehr an den Schreibtisch fesseln. Und mir ist halt schon aufgefallen. und Ja, und Hobbys, genau. Ich meine, gut, ich habe, du ja auch, dann vielleicht noch mal irgendwie zu sagen, wir schmeißen mal fix die VR-Brille an und bewegen uns vielleicht dadurch noch mal ein bisschen. Aber anyway, würde ich jetzt nicht als Sportausgleich erstmal sehen. Das kommt aber auch noch. nee, aber das Ding ist halt, wie gesagt, durch unsere Tätigkeiten, die wir halt haben, oder wie gesagt, Studium etc. pp., du sitzt halt ultra viel den ganzen Tag. Und den Stuhl habe ich ja schon eine Weile. Seit April, Mai, so würde ich jetzt mal so schätzen, hat sich übel gelohnt, das Ding. Wie gesagt, mit diesem Lendenkissen und sowas, das ist schon sehr, sehr angenehm auf Dauer, wenn man da sitzt. Ich würde so schätzungsweise nach 10, 12 Tagen merkst du das deutlich, dass dass der Rücken einfach entspannter ist und du einfach nicht mehr so, ja, also ich sitze dann auch immer wie so verkrampft vorm Schreibtisch. Das habe ich auf jeden Fall deutlich gemerkt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt brauche ich natürlich noch einen neuen Schreibtisch. Ist ja einhergehend, logisch. Kaufe einen neuen Stuhl, brauche ich sofort einen neuen Schreibtisch. Nee, ich habe tatsächlich vorgehabt, mir einen neuen Schreibtisch zu holen. Und glücklicherweise von der gleichen Marke, von Nitro Concept, die gibt es auch gar nicht so lange, wenn ich das richtig verstanden habe. Die machen hauptsächlich Gaming-Tische und Stühle. Und der Tisch ist höhenverstellbar und ich kann mir das hier quasi zu einem Stehpult ummodeln, das Ding. Und ich habe jetzt auch den ganzen Podcast die ganze Zeit gestanden auch. Und das ist echt, ich mache das jetzt so seit 1,5 Wochen. Wenn du am PC, also ich habe gedacht, wie ist es eigentlich, wenn du die ganze Zeit im Stehen arbeitest beim PC oder so? Das ist angenehm, so. Aber es macht so viel aus, wenn du einfach mal, keine Ahnung, von den 8 Stunden, 10 Stunden, die du am Tag einfach am Rechner hockst manchmal, einfach mal 2 oder 3 Stunden stehst währenddessen. Du vergisst es dann auch einfach nach einer Zeit. Du wechselst irgendwie mal die Belastung auf das andere Bein oder sowas und sagst dann, oh, jetzt möchte ich mich gerne wieder hinsetzen, zack, machst das Ding wieder runter und hockst dich einfach wieder. Ist schon wirklich angenehm, weil. Was mir das mal aufgefallen ist, sind wir wieder beim Thema, was wird alles vom Körper getrackt. Ich habe ja eine Apple Watch und die trackt das ja natürlich, wie oft ich oder wie viel ich sitze am Tag, so, ne? Und es Okay. ist, ich bin da halt manchmal echt erschrocken, wo ich sage, mir ist das gar nicht aufgefallen. So, hätte ich jetzt diese Meldung nicht gekriegt, mir wäre gar nicht aufgefallen, dass ich heute am Tag vielleicht, keine Ahnung, eine halbe Stunde nur gestanden habe oder sowas. Und den Rest sitzt du oder liegst du. Und von daher, man fühlt sich schon ein bisschen vitaler.
muss schon sagen. Also wie gesagt, das Stehpult ist mega. Das macht richtig Bock, mit dem Ding dann auch dran zu arbeiten. Man ist auch, glaube ich, weiß nicht, ob das jetzt erstmal nur, weil es erstmal ungewohnt ist und irgendwie sagt, okay, man konzentriert sich vielleicht auch ein bisschen besser oder so, muss ich erstmal auf diesen Gewöhnungseffekt, den muss ich vielleicht, glaube ich, noch ein bisschen abwarten. Aber für die Leute, die es vielleicht mal ein bisschen, die mal Geld ausgeben wollen für Stuhl und Tisch, holt euch irgendwie mal ein Stehpult, wenn ihr viel am Rechner sitzt. Das lohnt sich wirklich, muss ich wirklich sagen. Aber Hauptaugenmerk liegt das auf dem Stuhl. Ihr habt einen guten Stuhl, wenn ihr Schreibtischarbeit macht. So, das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Ich bin ja auch letztens erst von, boah, meine Fresse, der war bestimmt 10, 15 Jahre alt, der Schreibtischstuhl, den ich da hatte. Und für Kinder wohlgemerkt. Ja, der war so weit ausgefahren, wie es ging, die Armlehnen so weit ausgefahren, wie es ging, die Rückenlehnen so hochgestellt, wie es ging, ja. Und trotzdem saß ich da drauf wie, keine Ahnung, wie so ein Affe oder sowas. Und letztens hat bei meiner Mutter ist im Büro sind die Stühle ausgetauscht worden und die noch nicht komplett demoliert waren, durften die Angestellten sich dann vom Sperrmüll mit nach Hause nehmen. War dann vom Chef abgesegnet und da habe ich dann einen Bürostuhl bekommen. Und allein der Unterschied ist schon. Ja, ey, das ist, also ich meine, du kennst ja meinen alten Bürostuhl noch so, ne? Diesen blauschwarzen, den ich die, der hatte ich ja ultra lange, den habe ich mir, glaube ich, mit 14 gekauft oder so. Verzeih mir, wenn ich mir nicht Ja, deinen Stuhl gemerkt habe, aber. nein, das ist, ich beende jetzt den Podcast und suche einen neuen Podcast-Co-Moderator, der mitmacht. Es ist nicht zu verzeihen, wenn man meinen Stuhl vergisst. Nee, den habe ich jetzt echt 11 Jahre gehabt oder sowas. Der war richtig lang bei mir im Sortiment. Und ich habe mich ja jetzt irgendwie nie irgendwo, ich sage, boah, hier ultra unbequem das Ding irgendwie und dann nie ausgetauscht. Und nee, war ja nicht so. Aber wenn du einmal den Unterschied gemerkt hast, wo ich dann sagte, also wo ich dann, wie gesagt, auf meinem neuen Stuhl dann eine Woche gesessen habe, wieder nach Marburg gefahren bin, wo ich da noch gewohnt habe, da auf meinem Altstuhl gesessen habe, ich habe gedacht, ich hock auf Ziegelstein oder sowas, ey, das war, ich dachte mal, wie kann das Ding denn so hart sein, ey, fällt einem vorher einfach nicht auf, so, ne? Du hast dich einfach dran gewöhnt und kennst es nicht anders. Aber wie du gerade sagtest, wenn du dann halt einmal was anderes hast, denkst du dir, boah, herrlich, und dann nie wieder was anderes. Ging mir ja mit meinen Schlafcouchen. Ich hatte ja mehrere Schlafcouchen hintereinander und habe die ganze Zeit auf so ekelhaften IKEA-Schlafcouch-Matratzen geschlafen, die dann nach 2 Wochen durchgelegen waren und die habe ich dann noch Jahre weiter benutzt. Und vor 1,5 Jahren habe ich dann irgendwann gesagt, okay, so jetzt reicht's. Wach teilweise nachts auf, weil ich Rückenschmerzen habe und so und habe dann mal ein bisschen Geld für eine neue Matratze in die Hand genommen. Und oh. Aber es ist immer noch eine Couch sozusagen, Nee, ich oder habe noch ne, ein richtig, richtiges Bett. richtig Bettmatratze meinst du jetzt? Ja, ich hab ein richtiges Bett. Ja, das ist für viele Leute kein großes Ding. Für mich war das eine Riesenumstellung von einer Couch, weil, weißt du, du kennst ja meine Wohnung, nicht viel Platz und alles. Und Ja. dann nimmst du jede zusätzliche Sitz- oder Abstellgelegenheit, die du nehmen kannst. Ja. Und irgendwann habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, Betten. Und Alter, seitdem geht es meinem Rücken so viel besser. Ja. Also das ist echt eine Sache, die wurde mir 15 Jahre meines Lebens immer wieder eingetrichtert, ich habe sie ignoriert und mittlerweile merke ich doch, dass es sinnvoll ist, sich da so ein bisschen drum zu kümmern. Nein, auf jeden Fall, macht das früh, Leute. Ey. Ich habe da, wie gesagt, auch Kumpels, die sind jetzt in den 30ern, die haben gesagt, die scheißt dann in dem Alter mal auf 100 € mehr, die du da irgendwie ausgeben musst oder sowas. Dafür hast du dann wirklich was Gutes für den Rücken oder sowas. Also, wie gesagt, bei mir, ey, klinge wie so alte Säcke, Alter. Aber es ist wirklich wichtig, ohne Scheiß, so, ja. Auch Bewegung ist wichtig, so. Das ist, Alter, was haben wir, keine Ahnung, irgendwie. Mit Thomas dann ja die ganzen LAN-Partys und sowas, ey, Alter, da haben wir ja nur gehockt, so, weißt du, das ist dann irgendwie mal eine Nachtwanderung dann gemacht von 2,5 Kilometer gefühlt und dann ging es halt weiter, irgendwie 16 Stunden. Vergiss es, Alter, du kannst mich nach 10 Stunden, kannst mich in die Tonne treten, ey. Deswegen lagst du immer irgendwann im Bett, nicht weil du müde warst, sondern wegen deinem Rücken. Ja, genau deswegen, nee, da war ich echt alle manchmal, ey, das war echt übel. Good old times, ey. Nee, aber wie gesagt, es ist schon wichtig. Also wie gesagt, ich versuche auch wirklich immer jeden Tag irgendwie ein bisschen Bewegung zu machen, andere Muskelgruppen anzusprechen und so. Da nicht vernachlässigen, Leute, der Körper rächt sich. Ja, hat schon seine Gründe, warum Ja. auch große Bürounternehmen gerne mal Yogakurse oder sowas anbieten. Ja. So ist es. So, Gut. ich hätte vielleicht noch eine Kleinigkeit, Hau raus. bevor wir aufhören. Und zwar bin ich letztens durch Zufall auf einen YouTuber gestoßen. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen.
Aber man findet ihn, wenn man nach Patch Quest, also wie Patch wie zusammengenäht und Quest wie die Aufgabe. Ja, wie Und Patch, das also im Sinne von Patchen, der ja, wie Patch, oder? Patchwork Family oder sowas. Okay. Also zusammengesetzte Aufgabe quasi, ganz, ganz, ganz grob übersetzt. Patch Und Quest. das ist ganz cool, das ist ein Spiel, das ist gerade in der Open Beta. Da kann man, wenn man das googelt oder so, dann findet man Links. Das ist tatsächlich über Discord in der Open Beta. Das wusste ich vorher gar nicht, dass man über Discord auch eine Spielebibliothek anlegen kann und Downloads und so verwalten. Hier Geht aber. steht 5 years on game development. Und ich fand Ist das ganz das? cool, weil der in seinen Spielen nicht auf die technischen Aspekte, aber so ein bisschen auf die Game Development Aspekte eingeht. Und das Video, wo du jetzt gerade den Titel, da bin ich auch drauf gestoßen, weil da ging es eben darum, was er alles falsch gemacht hat, weil er jetzt rückblickend sagt, okay, gut, 3 von den 5 Jahren hätte er sich sparen können, wenn er von Anfang an richtig geplant hätte. Und ich fand das ganz cool, weil der erzählt ein bisschen, wie es zu dem Spiel gekommen ist, was er so gemacht hat. Dann gibt es noch die einzelnen Videos, wie er bestimmte Mechaniken eingebaut hat und so, warum er die eingebaut hat, was das für Vorteile bringt dann im Spiel und so. Und ich habe auch noch nicht alle gesehen, aber ich finde es ganz spannend, weil ohne dass man sich jetzt mit, also ich meine, er hat es in Unity gemacht, aber damit muss man sich gar nicht auskennen. Ich bin ja auch ziemlich mies, wenn es um Unity geht. Ich habe ja schon ein paar Mal dran gesessen, aber konnte mich da bisher noch nicht eingewöhnen. Aber er erklärt das jedenfalls total technikunabhängig. So, was habe ich gemacht? Welche Mechaniken habe ich eingebaut? Wozu brauche ich die? Wann habe ich das Spiel wie weiterentwickelt? Und es geht halt so Step by Step in seinen Videos. Ich meine, es sind momentan 16 Stück, wo er so wie so ein Entwicklertagebuch quasi führt. Und habe das Spiel auch schon aus. Ich hab, wann war? Ich glaube, Sonntag war. Samstag oder Sonntag habe ich mir das geladen und dachte, komm, probierst das mal eine Stunde oder so aus. Und irgendwann denke ich mir so, okay, Alter, du musst jetzt langsam ins Bett. Hast du das mal so morgens so nach dem Aufstehen gesehen, ja? Und dann konnte ich aufhören. Der Also, Klassiker, der Klassiker. ja, Ja, das ist super, komm, eine Quest super. mache ich noch. Nee, es gibt nicht Drei mal Quests. Stunden später auch. Das ist ein super simples, das ist so ein bisschen roguelike mit so einem kleinen Monster-Taming-Aspekt, immer so für kurze Zeit. Okay. Und es ist super simpel. Du hast diese Kacheln, aus denen sich die Welt zusammensetzt. Du hast eine Open World, wo du jederzeit überall hin kannst, wenn du es schaffst. Ja. Und Aufgabe ist quasi, die Story ist, du bist auf dieser Insel, die aus diesen ganzen einzelnen Bruchstücken zusammengesetzt ist und du musst sie quasi katalogisieren. Also du musst die ganzen Aussichtspunkte freischalten, ich glaube, es sind 8 Stück. Und musst die ganzen Pflanzen und Tiere einmal gescannt haben. Die kannst du dann auch in deine Basis bringen und die einrichten. Dann gibt es Bonuspunkte auf Nachladegeschwindigkeit oder Reaktionsgeschwindigkeit oder sowas. Und aber zusätzlich dazu, dass ich das Spiel halt gut finde, finde ich es halt super cool, dass der eben auf YouTube anbietet, dass du so ein bisschen diesen Entwicklungsprozess nachverfolgst, weil gerade für Leute, die sich so weit für die Spiele interessieren, dass sie sich eben auch für den Entwicklungsprozess interessieren oder Ja. falls wir Zuhörer haben, die vielleicht selbst mal drüber nachgedacht haben, sowas zu entwickeln. Wir hatten ja vorletztes Mal auch den Erik dabei, wenn ich mich nicht täusche. Genau, also ich muss Ancient Dungeon, wo wir die Folge da hatten, genau vor 2 Folgen war das, finde ich auch immer ultra spannend. Der hat jetzt auch, ich glaube, zwei Releases jetzt wieder in der Beta gemacht, die ich noch gar nicht angeguckt habe. Da muss ich auf jeden Fall auch mal wieder reinschauen bei Ancient Dungeon. Ich finde es ja generell, weil du das gerade mit diesen Entwicklertagebüchern so ein bisschen ansprichst, auch immer super spannend bei Game Dev. Kennst du den Kanal? Da sind so die größten deutschen Entwicklerstudios zusammen vereint. Die quatschen dann einfach über Skype oder so miteinander und suchen sich halt immer verschiedene Themen aus. Zum Beispiel, was war jetzt letztens ein Thema? Sind Hypes gut oder sowas dann halt. Und dann sprechen die halt aus Entwicklersicht auf diese Themen halt eben. Finde ich immer super interessant. Und da sitzt zum Beispiel der Björn Pankratz von Piranha Bytes ist dabei. Dann Jan Theissen von King Arts und sowas. Also wirklich so die Leute, die in den deutschen Entwicklerstudios Rang und Namen haben. Finde ich auch, also das sind durch die Bank weg super sympathische Typen. So, auch wenn ich die Piranha Bytes spiele, ich habe halt, da muss ich jetzt nochmal kurz ausholen, wenn wir jetzt das Thema nochmal ansteigen. ich habe tatsächlich Elex angefangen nochmal, weil ich dachte, es kann nicht sein, Nein, dass es ein Piranha nein. Bytes, warte, 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 warte. Es kann nicht sein, dass es ein Piranha Bytes Spiel gibt, was ich nicht durchgespielt habe. So, das ist, Errate, was ich von der Woche gemacht habe. ja, weil das Ding Elex angefangen. ist,
Ja, das Ding ist so, wo ich mir einmal sage, ich habe das Spiel nie fertig gespielt. So, und es ist, wie gesagt, Gothic 2 ist Hot of my Life, du weißt es. Ja. Wo ich mir einmal sage, ich so, das ist, also Gothic 2 ist wirklich, das ist das geilste Spiel aller Zeiten. Da geht nichts drüber, ey. Ne, jedenfalls habe ich das dann habe es jetzt versucht wieder anzufangen. Ich werde mit diesem Spiel nicht warm. Ich weiß es nicht. Ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. So, ich habe die Mechanik gerafft. So, ich weiß, wie du das Kampfsystem gut meisterst, dass du, also jetzt nicht so, dass du irgendwie da locker flockig durchmarschierst, aber so, dass es eben Spaß macht auch. Ich hatte am Anfang da auch echt ein bisschen Probleme mit, muss ich sagen. Geht aber mittlerweile alles. Ich finde die Story irgendwie nicht. Also ist halt auf so diesem Piranha-Bytes-Level, wo ich einfach sage, ja, ich weiß, was ich hier von denen geboten kriege. Aber ich glaube, dass es diese Mischung zwischen Fantasy und Sci-Fi ist, die mich irgendwie nicht warm werden lässt. Also ich, wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, ich finde einfach keine Motivation, dieses Spiel weiterzuspielen. Aber es ist auch momentan bei Witcher 3 so. Ich habe Witcher 3 auch nie fertig gespielt. Ich finde ja die Story um Witcher mega, also wirklich mega. So, ne? Das ist, aber ich glaube aber tatsächlich, dass es auch daran liegt, dass ich momentan, also in den letzten Wochen einfach überhaupt keine Zeit für sowas hatte. Ich glaube, Witcher 3 versuche ich jetzt immer mal wieder so, aber dann sage ich, ja, Herr der Ringe willst du noch fertig lesen, dann willst du noch das machen. Und Witcher 3 sagst du auch nicht, ja, das spiele ich mal kurz 20 Minuten, das spielst halt nicht eine Runde. Witcher 3 spielst du Stunden. So, also es ist auch bei Red Dead Redemption so. Red Dead Redemption konnte ich nie reinschmeißen und nur eine Stunde spielen oder so. Also da muss ich mindestens 2, 3 Stunden so und dann gib ihm. So, ne? Ja. Aber ich habe morgen noch frei, von daher, ich glaube, ich ziehe mir morgen mal ein paar Stunden Witcher 3 wieder rein. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass du es immer so schlecht geredet hast oder so, aber ich hatte irgendwie ein total mieses Bild von Elex im Kopf. Und als ich es jetzt von der Woche angefangen habe, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Also ich komme Ja, bisher ganz. ich Ich sehe bin es noch nicht mit. weit Ja. und ich bin sau schlecht in diesem Spiel, aber ich finde es jetzt nicht per se. Klar, es ist nicht wie Gothic, also es ist schon so ein bisschen wie Gothic, weil dich hier der anpöbelt und. Ja, du Also hast es halt ist. diesen Piranha-Bytes-Charme, der ist halt drin, Richtig. ne? Genau. Aber. So als eigenständiges Spiel bin noch, wie gesagt, noch, ich gehöre noch nicht mal der Fraktion an. Ich bin noch alle Ich Quests auch immer. nicht. Ich auch noch nicht. Ich habe, glaube ich, 30 Stunden gespielt. Hab mich immer noch nicht entschieden. Das kannst du ewig rausziehen, wann du dich anschließt. Ah, gut zu wissen. Ja, Gibt's dann auch wieder so ein Kapitelsystem, wenn du, weil es ja, klingt. gibt's. Ich glaube, ja, es ist Kapitelsystem. Das Ding ist, Okay. das ist aber auch bewusst so platziert bei Elex, wo ich sage, okay, da weiß ich noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Bei Gothic war es ja immer so, du hast halt eine Fraktion gehabt, die waren irgendwie die Sympathie, also du wurde einfach gesagt, das sind die geilsten. So, ne? Die rocken alles, das sind die geilsten Charaktere, irgendwie, was weiß ich, im Sinne von, ja, der ist mal am sympathischsten oder mit dem kann ich mich am besten irgendwie identifizieren. Aber bei Elex ist es so, dass jede Fraktion scheiße, also nicht scheiße ist im Sinne von, die ist schlecht durchdacht, sondern jede Fraktion hat irgendeine Ansicht, wo du einfach sagst, nein, das will ich nicht. So, weißt du? Also, so diese Gratwanderung zwischen, okay, das ist unser Ziel und das sind die Mittel, wie wir zu diesem Ziel hinkommen. Und das ist zum Beispiel bei den Berserkern, die halt so sehr naturverbunden sind, wo du sagst, okay, das ist erstmal sympathisch und halt dieses Elex, was eigentlich den Mensch die Emotionen nimmt, dazu nutzen, das in Mana umzuwandeln und mit dem Mana die Natur wieder zu heilen. Aber es sind halt Rassisten. So, weißt du? So, das halt das, wo du einfach sagst, okay, das ist eigentlich ein No-Go, zu der Fraktion gehe ich nicht. Dann sagst du, bei den Outlandern, da ist halt komplett Egoismus, die haben halt richtig geile Waffen, so. Und dann hast du halt die Kleriker, wo du einfach sagst, okay, die sind halt mega technikaffin, versuchen halt Elex möglichst in Technologie umzuwandeln und das dann halt zu nutzen, um. Ja, gegen die Alps, was ja die Hauptgegner sind für die Leute, die es gar nicht kennen, vorzugehen. Aber die sind halt so eine richtig krass eingeschworene Sekte. So, ne? Wo du dann halt einfach merkst, okay, ja, wo gehe ich denn jetzt hin? So, weißt du, jede Fraktion hat irgendwie was für sich, aber bei jeder Fraktion, du musst dich ja einer anschließen, bei jeder Fraktion irgendwie habe ich auch gewisse Bauchschmerzen, wenn ich da jetzt hingehen würde. So, und dann ist halt so die Frage, inwieweit kann ich als Charakter diese Fraktion dann halt auch noch beeinflussen? Aber ist eigentlich vom Konzept, wenn ich das jetzt auch so erzähle, habe ich ja auch selber Bock drauf. So ist ja nicht, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass ich das nicht spannend finde vom Konzept her oder so. Und wie gesagt, Björn Pankratz, was ja der
Chefentwickler bei Piranha Bytes da ist oder der das Aushängeschild, wie auch immer man das nennen möchte. Ich habe ihn ja auch mal getroffen auf der Gamescom, ein bisschen länger mit ihm unterhalten. Er ist ein super sympathischer Kerl und ich mag auch die Leute, die Spiele da entwickeln. Habe ich erlaubt, mich anzusprechen? Ja, so nach dem Motto, ja. Wirklich super sympathischer Kerl und ich verfolge auch hier Piranha Becken TV, was sie da auf YouTube machen. Gucke ich jede Folge. Wirklich, also so Sympathiebolzen ohne Ende. Aber wie gesagt, ich wäre mit Elex irgendwie nicht warm. Ich kann ja aber, wie gesagt, nicht. Das ist der Grund, warum ich das Spiel nicht mag. Also was heißt nicht mag, aber mich holt es irgendwie nicht ab. Aber es war bei Risen 3 war es auch schon so. Risen 3 habe ich auch nicht fertig gespielt. Gut, ich fand Risen 2 schon der Horror, aber das ist wahrscheinlich Geschmackssache. Ich finde Ja. auch bei Elex, dass da irgendwie jede Fraktion hier so ein bisschen aufstößt. Ich finde das, da beschweren sich ja viele drüber, aber ich finde das eigentlich ganz stimmig, weil einem das so ein bisschen das Gefühl gibt, als ausgestoßener Alp, der sich eigentlich für was Besseres hält, sich dann irgendwie mit diesen freien Menschen abgeben zu müssen und dass die Ja. Hälfte von dem, was die tun, eigentlich gar nicht in den Sack passt. Aber du musst halt irgendwie durch und dich mit denen irgendwie gut stellen, ja, und ganz stimmig gemacht, aber wie ich schon gesagt, das scheint ja vielen aufzustoßen und das ist dann wahrscheinlich eigentlich einfach Geschmackssache. Ja. Ja, es ist ja auch bei, wenn du jetzt einen Witcher oder sowas als Vergleich halt nimmst, ne? Es ist ja, ich finde die Idee eigentlich immer ganz gut, dass du ein Spiel spielst, wo du einmal sagst, okay, hier gibt es keinen goldenen Pfad. So, du triffst eine Entscheidung und die hat Konsequenzen. So, ne? Und wie gesagt, ich war. Entscheidungen haben Ja. Konsequenzen. Konsequenzen, ja. Aber das finde ich halt immer stimmig, wenn, wie gesagt, du denkst halt, ja, okay, ich habe jetzt hier die richtige Entscheidung getroffen mit den Informationen, die ich hatte. Und dann merkst du irgendwie 2 Kapitel später, ja, okay, die Entscheidung hat sich jetzt halt aber so und so ausgewirkt und die jetzt eben das und das Problem beschert, so, ne? Und das ist halt, finde ich immer ganz gut durchdacht, wenn man das halt so macht und nicht halt irgendwie sagt, ja, du hast jetzt hier alle gerettet und alle haben überlebt und alles ist jetzt Friede, Freude, Eierkuchen oder sowas. Das finde ich natürlich dann genauso langweilig. Also es muss schon irgendein Konflikt sein, wo du irgendwie sagst, okay, bei der Entscheidung hadere ich jetzt, welche Entscheidung ich jetzt treffen soll oder so. Das gehört in ein gutes Rollenspiel, gehört das noch dazu. Ich möchte auch noch eine ganz kurze Sache erwähnen. Dauert wirklich nicht lange. Das wird bei weitem nicht so ausschweifend, hoffe ich zumindest, wie jetzt bei, wo wir kurz Elix angeschnitten haben. Nee, von was hast du eigentlich jetzt nochmal am Ende? Du hast irgendwas angeschnitten, dann kam irgendwie drauf. Das Spiel. Ach so, ja, genau. Game Development und dann habe ich gesagt, ja, guckt euch mal Game Dev an. Nee, ich habe mir ein Brettspiel gekauft, tatsächlich. Ich war bei Melf in Bremen zu Besuch letzten Monat. Grüße an dieser Stelle, wenn du das hörst. Mit Mpox und Melf mache ich auch immer einen Podcast. Auch super unregelmäßig, aber wir machen Podcast. Jedenfalls war ich letzten Monat bei ihm oben in Bremen und habe Rune Wars mit ihm gespielt, also Runenkrieg auf Deutsch. Und alter Falter, dieses Spiel. Also musst du im Bremen. Du musst dir im Prinzip Warcraft 3 als Brettspiel vorstellen. Alter, das hat so Bock gemacht, ey. Also du hast erstmal 40 Seiten Regelwerk oder sowas, was du da wissen musst. Dann gibt es 4 verschiedene Völker. Du hast halt die Elfen, die Orks, die Menschen und die Untoten. Ist ja gar nicht an irgendwas angelehnt, na, egal. Und musst dann halt eben so, also Felder erobern auf dem Spielfeld und auf jedem Spielfeld sind Runen. So, und die Runen können entweder kann das eine Fake-Rune sein oder eine normale Rune. Und das Spiel geht 7 Runden und du spielst es halt auch in Jahreszeiten, ist halt so super strategisch und sowas. Du hast auch Monster auf der Map und sowas, die du in deine Armee mit reinnehmen kannst und sowas. Ich will das jetzt auch gar nicht ausholen, was es groß in dem Spiel geht, aber alter Falter, ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Spaß wie bei dem Brettspiel. Ich bin heimgefahren, ich habe, glaube ich, jeden Tag, jeden, den ich kenne, von diesem Spiel erzählt, auch wenn sie es gar nicht hören wollten. Ich dachte, ja, aber das war richtig geil, war das. So. Von daher muss ich jetzt hier im Podcast auch nochmal erwähnen. Und Melf hat mich halt so hart getriggert, dass ich halt einfach gesagt, ich muss mir dieses Spiel jetzt einfach kaufen. So, ne? Und es ist gestern angekommen. Und wenn du mal hier bist bei mir, Philipp, zocken wir das auf jeden Fall. Das hat richtig Bock gemacht, ey, ohne Witz. Gut, da haben wir nochmal die Gaming-Ecke auch abgefrühstückt.
Es ist jetzt 8:30. Wir haben relativ genau 1,5 Stunden aufgenommen. Ich finde, da sind wir ganz gut wieder in der Zeit, Philipp. Und ja, das war Folge 7 vom The Next Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind nach ausgedehnter Pause jetzt auch wieder da. Philipp, ich würde sagen, wir machen gleich einen Termin für den nächsten Podcast. Und zwar machen wir noch gleich hier übernächste Woche, der 30. 1. November, 1. Oktober oder sowas. Müssen wir mal gucken. Alle 2 Wochen versuchen wir das, kriegen wir das hin. Nein, wir versuchen das nicht. Es gibt kein Versuchen. Tu es oder tu es nicht. Von daher. Nur ein Sith denkt in absoluten. In extrem, genau. Ach, verdammt, Dex. Ich wusste noch, es kommt mir. Eieiei. Eieiei. Gut. Leute, wir sind wieder am Schissel, am Start und in diesem Sinne, ich hoffe, es war spannend. Wenn ihr Anregungen habt zu irgendwelchen Themen, die angesprochen worden sind, mitdiskutieren möchtet, könnt ihr das gerne tun. Hinterlasst eine Bewertung auf iTunes oder sonstigen Podcast-Playern, wo man Bewertungen abgeben kann. Ansonsten, der Podcast wird auch auf YouTube hochgeladen. Von daher nehmen wir das jetzt erstmal als Kommunikationsmöglichkeit, um auf Kommentare zu antworten. Man könnte vielleicht auch mal überlegen, aber ich glaube, da ist das Ganze noch nicht groß genug, ob man mal einen Discord aufzieht oder sowas. Aber das nur als Überlegung. Wir sind erstmal wieder draußen. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.